von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach gespielt, Kickers auf dem Bach, Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste Letzt. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Kick es auf. Hopp. Und der nächste Letzt. Hopp. Und der nächste Letzt. Hopp. Und der allerletzte. Und auf Wiedersehen. Bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach gespielt. Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30.
Pop. 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 Go to the next, let's bring. Pop. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live aus Mainz-Mombach von der Bezirkssportanlage. Da grüßt das Kickers TV heute wieder live der OFC gegen den TSV Schott Mainz. Und hier haben wir schon mal gespielt bei großer Dunkelheit. Das war etwas Besonderes. Da haben wir ja nur erahnen können, dass Jakob Lemmer da vielleicht doch noch ein Tor gemacht hat. Aber heute herrlicher Sonnenschein, so wie es sein muss, wenn Engel eben reisen. Ein Engel, der sitzt neben mir, da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Kaspar Lauk. Ja, auch ich begrüße euch hier im Livestream, Lars. Und nicht nur die Lichtverhältnisse sind deutlich besser als beim letzten Mal, wo wir hier waren. Nein, diesmal sind auch Fans zugelassen. Und Lars, ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt irgendwie in eine prekäre Situation bringe, aber weißt du zufälligerweise, wie viele Tickets nach Offenbach verkauft wurden? Ja, 700 sollen da reinpassen. Ich denke, die werden auch ungefähr verkauft worden sein. Ich frage mich, wie die da reinpassen, denn das ist ein kleiner Hasenkäfig. Naja, hinter der Tribüne weg ist noch eine große Rasenfläche. Da kannst du dich dann hinstellen. Da siehst du zwar nichts vom Spiel, aber dann bist du im Grunde genommen im Stadion. Aber ja, es ist wirklich ein sehr kleiner Auswärtsblock, so von dem Räumlichen her. Letztes Mal war dieser Zaun da noch nicht so aufgebaut, glaube ich. Und da drängen sich also die ganzen Offenbacher Nasen, die heute hier natürlich auf einen Auswärtssieg der Offenbacher Kickers hoffen, beim Tabellenletzten, beim TSV Schott Mainz. Aber wir sind gewarnt, denn da war doch was, da war was ganz Übles, nämlich im Hinspiel. Aber dann haben wir den Mantel der Vergessenheit drüber gelegt und heute soll es flutschen. Und zwar mit dieser Elf, lieber Kaspar, erzähl's uns. Genau, also es ist genau die Elf, die auch letzte Woche den Spitzenreiter der Liga, die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05, entthront hat. Da haben wir im Tor David Richter, dann davor drei Innenverteidiger mit Jason Breitenbach, Sebastian Jelenetski und Matteo Andercic. Linker Flügelverteidiger Ronny Marcos, rechter Flügelverteidiger Paul Milde, dann drei Mann im Mittelfeld, Dennis Hussein Bajic wird so den etwas zurückgezogenen Part spielen und zwei Achter mit Florent Bojai und Tunay Dennis, die beiden Spitzen, Dejan Bosic und Philipp Hosina, mit guten Pässen füttern sollen. Und ich würde dann den nahtlosen Übergang machen zu der Aufstellung
Vorstellung der heutigen Gastgeber. Na ja gut, aber wir haben doch noch nachzulegen. Wir könnten mit Angelo Tramontana nachlegen. Serkan Firat ist noch mit dabei, Lukas Hermes, dann Elsamed Ramay, Davut Tuma, Enes Zengin, Osarenren, Okong Boba. Das ist toll, dass er wieder mitwirken kann. Und dann Matthias Fetsch sowie Christian Stark. Kaspar war ein bisschen voreilig, aber jetzt wollen wir natürlich sehen, wie die Gastgeber hier agieren. Ja, gut, dass der Lars mir dabei geholfen hat, euch die Auswechselspieler nicht zu unterschlagen. Genau, denn deswegen, ich wollte so schnell überleiten, weil die Gastgeber in einem quasi gleichen System wie der UFC agieren werden. Auch die Mainzer erwarten wir mit einer Dreier, Schrägstrich in dem Mainzer Fall eher mit einer Fünferkette. Da haben wir dann im Tor Jonas Weyand, dann drei Innenverteidiger mit Alexander Luigi Rimoldi, mit Jonas Ralcic und wahrscheinlich Silas Schwarz, aber da waren sich auch die Kollegen hier vom TSV nicht so ganz sicher, wie sich das dann aufstellen würde. Als linken Flügelverteidiger haben sie den Can Hüseyin Bakirsu, rechts der Flügelverteidiger, das wird Leon Kern sein. Auch die haben drei Mann im Mittelfeld mit Jost Mairose, Rey Okada und Giorgio Del Vecchio wahrscheinlich, während jetzt gerade die Kickerspieler den Applaus des Auswärtsblock bekommen, nochmal ein bisschen eingeheizt bekommen. Und die zwei Stürmer bei Schott Mainz, das sind Sho Sanomiya und Etienne Portmann. Also da habt ihr es nochmal schön im Bild. Die Offenbacher, die gehen jetzt hier vom Platz und das fängt uns die Regie richtig gut ein. Danke an dieser Stelle an die Bildregie, das ist Thomas Ohanka. Also da haben wir ihn auch hier mit der Einblende und am Stream für die Replays und so weiter. Alles zuständig ist Tim Bossert. Ja, und dann haben wir an der Führungskamera Robert Becker, alter Routinier. Und dann eben auf der Kamera 3 Wolfgang Salva. Und unten an der Grasnarbe, wie immer, André Sedlmayr. Ja, und dann haben wir noch eine Special-Kamera ausgerichtet heute auf die Trainerbank der Offenbacher Kickers, damit wir den Trainer so ein bisschen im Auge behalten. Genau, da können wir doch mal schon mal jetzt, werde ich auch nachher noch mal tun, einen kleinen Blick darauf werfen. Was hat der Sreto denn in der Pressekonferenz so alles erzählt? Und ja, natürlich jeder Gegner in dieser Liga, das ist ein sehr ernstzunehmender Gegner, aber insbesondere vor diesem Gegner hat Sreto noch mal gewarnt, denn die seien gerade im Spiel gegen den Ball sehr, sehr gut organisiert. Letzte Woche hat das die Spielvereinigung Elversberg zu spüren bekommen. Die haben zu Hause zwar 2-0 gewinnen können gegen Schott Mainz, aber da haben sie sich ganz, ganz schwer getan, haben lange gebraucht. Irgendwann war es dann eine Freistoßflanke, die Laurin von Pierchowski dann über die Linie geköpft hat. Ich glaube, es waren 65 Minuten etwa, die Schotter da in Elversberg die Null gehalten haben gegen die stärkste Offensive der Liga. Also, die haben da hinten ihren Abwehrverbund ziemlich gut organisiert und da wird es heute ein richtiges Geduldsspiel werden, auch auf diesem ja ganz besonderen Geläuf, von dem Sreto Ristić ja gesagt hat. Wir kennen diese Bedingungen und wir müssen sie eben annehmen. Der Kunstrasen nicht wirklich der beliebteste Untergrund beim Trainer der Offenbacher Kickers. Zwar rein sportlich ist das immer eine sehr erfolgreiche Angelegenheit, wenn der UFC auf Kunstrasen spielt, aber da warnt Sreto Ristić eben auch immer davor, dass so ein Kunstrasen eben so die Verletzungswahrscheinlichkeit doch etwas erhöht. Und von Verletzungen haben wir in den letzten Wochen und Monaten viel, viel zu viele gehabt. Und da ist natürlich auch unsere große Hoffnung, dass da heute niemand dazukommt. Also, dann ist es angerichtet und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, die Mannen vom Platz gegangen sind, blenden wir die offenbare Aufstellung nochmal ein. Da können wir nochmal studieren, vor allen Dingen die, die jetzt später erst reingekommen sind in den Livestream, wie denn der UFC spielen wird und das weiß wie immer Kaspar Lauk. Der UFC, er wird genauso spielen wie vergangene Woche gegen Mainz 05, die U23. Es sind ja gerade die Mainzer Wochen bei den Offenbacher Kickers. Also, da spielt der UFC mit einem 5-3-2, wobei die Flügelverteidiger natürlich viel nach vorne anschieben sollen. Da haben wir im Tor David Richter, der ja wirklich ein ganz starkes Debüt gegeben hat, gegen Mainz 05 sehr viel Ruhe ausgestrahlt hat. Und dann drei Innenverteidiger mit Jason Breitenbach, Sebastian Jelinecki, der die Mannschaft heute auch als Kapitän aufs Feld führen wird. Und Mateo Andacic, der Innenverteidiger / Sechser, der ja so lange außen vor war. Aber jetzt, wo er dann reingeschmissen wurde, ist er sofort voll da. Links außen, das ist der neue Vizekapitän, zumindest so lange wie Vetter und Flauder nicht mit von der Partie sein können. Das ist Ronny Marcos, der rechte Flügelverteidiger, das ist Paul Milde. Die beiden sollen natürlich ganz, ganz kräftig mit nach vorne anschieben. Dann das Dreier-Mittelfeld mit Dennis Hussein Bajic, der so den zurückgezogenen Part spielt, sich viel in den Spielaufbau einschalten wird. Florent Bojai, der eine brachial gute Partie abgeliefert hat gegen Mainz, gemeinsam mit Tunay Dennis im zentralen Mittelfeld. Und zwei Stürmer, Dejan Bosic und Philipp Hosina. Die beiden sollen es heute in der Offensive in der Box richten.
Okay, dann würde ich sagen, es ist angerichtet. Wir sind ganz gespannt. Heute soll der Dreier her. Und dann am besten am Mittwoch einen Schritt weiterkommen im Pokal. Da werden wir auch live übertragen. Und jetzt würde ich sagen, da noch ein bisschen Zeit ist, schauen wir nochmal rein, was unsere tollen Partner, und in dem Fall ist das der TSV Schott Mainz auch so, ja, hinter sich hat an Partnern und Sponsoren. Da gucken wir jetzt gleich mal rein. Wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, wenn man die Möglichkeit hat, da zu unterstützen und zu helfen. Und nicht umsonst heißt es ja immer, zusammen schaffen wir es, und das gilt auch in der Zeit. Die Bluters Vermögensverwaltung gibt es seit 26 Jahren. Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter und betreuen das Geld unserer Kunden, verwalten es am Aktienmarkt und bieten unabhängige Finanzierungen an. Ich bin schon so lange hier, da war ich irgendwie so schon mit dem Opa hier oben gewesen, als kleiner Junge. Und ja gut, man kann sein Fußballherz nur einmal verschenken, das ist immer beim OFC geblieben. Und deswegen bin ich so oft es geht hier oben. Das ist der Ausgleich. Unterstütze deinen Verein. Mach's mit der MV24 Versicherungs-App. Trage als Fan oder Mitglied von Kickers Offenbach deine Versicherungsverträge in der MV24-App ein. So siehst du, mit welchen Tarifen du bares Geld sparen kannst, und hast deine Versicherungen jederzeit und überall im Blick. Mit dem gesparten Geld kannst du zum Beispiel deinen Verein öfter bei den Spielen unterstützen oder Fanartikel kaufen oder. Von der günstigeren Prämie profitierst nicht nur du, sondern auch dein Verein. Denn alle Erlöse aus dieser Kooperation kommen Kickers Offenbach zugute. Und so funktioniert's. Anmelden, deine Verträge eintragen und ein gratis Shirt von Kickers Offenbach erhalten. Schon hast du den Überblick und eine echte Gewinnersituation für dich und deinen Verein. Jetzt mitmachen mit MV24 und dem OFC. Weitere Informationen findest du online.
Ihr Lieben, da sind wir wieder auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach. Da gastiert Kickers Offenbach und wir wollen natürlich gleich mal schauen, wie wird Kickers Offenbach spielen an dieser Stelle. Ein herzliches Dankeschön an den TSV Schott Mainz, mit dem wir heute kooperieren, was den Livestream angeht. Danke an Herrn Essel und sein tolles Team. Kaspar, jetzt die Aufstellung der Offenbacher Kickers. Ja, Stichwort tolles Team, lieber Lars. Da haben wir im Tor den David Richter davor, dann drei Innenverteidiger mit Jason Breitenbach, dem Kapitän Sebastian Jelinecki und Matteo Andacic. Dann als linker Flügelverteidiger wird Ronny Marcos spielen. Rechter Flügelverteidiger Paul Milde, dann dreimal im Mittelfeld den etwas zurückgezogenen Part. So für den Spielaufbau, den gibt Dennis Hussein Bajic wahrscheinlich. Und dann zwei Achter mit Florent Bojai und Tunay Dennis. Und zwei Stürmer, die komplettieren diese erste Elf mit Dejan Bosic und Philipp Hosina. Also das ist der UFC, aber wir könnten auch noch mal nachlegen. So ist es. Da haben wir als Ersatztorhüter Angelo Tramontana. Da haben wir auch schon festgestellt, dass das ein guter ist. Serkan Firat sitzt auf der Bank mit Lukas Hermes, Elsamed Ramay, Davut Tuma, Enes Zengin, Osa Renren, Okung Bova, der ist ja jetzt zurück nach überstandener Verletzung, Matthias Fetsch und Christian Stark. Das ist die Offenbacher Elf plus die noch nachrücken könnten. Und dann schauen wir mal, was der Gastgeber so aufgeboten hat, der TSV Schott Mainz. Ja, die spiegeln im Grunde genommen die Formation der Offenbacher Kickers. Da haben wir im Tor den Jonas Weinand, dann drei Innenverteidiger mit Alexander Luigi Rimoldi, Jonas Ralcic und wahrscheinlich Silas Schwarz. Als linker Flügelverteidiger ein ganz junger Mann, Can Hüseyin Bakirsu. Rechter Flügelverteidiger Leon Kern, dann drei Mann im Mittelfeld, wo wir nicht genau wissen, wie sie sich anordnen, welcher zentral spielt, wer den defensiveren, welcher den offensiveren Part gibt. Just Mairose, Rey Okada, Giorgio Del Vecchio und dann zwei Mann, die vorne unseren Spielaufbau immer wieder anlaufen werden wahrscheinlich und stören werden. Das ist Sho Sanomiya und Etienne Portmann. Also das sind die Gastgeber hier vom TSV Schott Mainz und jetzt irgendwann müsste es eigentlich losgehen. Wir können ja mal vielleicht ins Eckchen schauen, ob sich da schon was tut dort hinten. Oh ja, genau, da haben wir was. Also die Ersten, die kommen schon hier auf den Platz oder aus der Ecke hinten werden sie kommen. Und dann kann es gleich hier so richtig zur Sache gehen. Und dann würde ich sagen, für die, die später gekommen sind, nochmal schnell hier die Aufstellung der Offenbacher Kickers blenden wir einfach nochmal ein, während wir noch ein bisschen was zu erzählen haben. Und Kaspar, du kannst ja auch noch etwas sagen zur Vereinshymne hier. Ja, da wurden wir gerade eben beschallt und ich würde einfach mal ganz kurz rezitieren, ganz wertneutral, ganz blau, ganz genau, wir sind blau, was bist du, ganz genau, komplett blau, ganz genau, auf die Melodie von I'm Blue, Dabba Dee, Dabba Dee. Da habt ihr also während unserer Werbepause nichts, aber auch gar nichts verpasst. Also gut, jetzt haben wir hier noch ganz andere Klänge. Die gefallen mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Aber wie auch immer, was uns gefällt, das sind die Offenbacher Kickers. Die kommen hier schon ja, in Teilen sozusagen aufs Feld. Da sieht man das. Und die Aufstellung, ja, die habt ihr jetzt hier schön auch nochmal gesehen. Und da tut sich was. Der UFC wird wohl ganz in Weiß spielen, aber ohne Blumenstrauß. Ja. Aber wahrscheinlich heute mit drei Punkten. Zumindest wäre das recht nach unserem Geschmack beim Gastspiel, beim Tabellenletzten der Liga. Der aber, und da ist eben Vorsicht geboten, zuletzt durchaus verbessert agiert hat. Also insgesamt sind sie auch die bessere Heim- denn Auswärtsmannschaft. Aber der besonders spannende Blick, der geht beim Tabellenletzten auf die Rückrundentabelle. Da sind sie nämlich auf Tabellenplatz 12. Haben in der Rückrunde nur zwei Punkte weniger gesammelt als die Offenbacher und sogar ein Punkt mehr als die Ulmer. Also hier in Mainz, da scheint man noch an den Klassenerhalt zu glauben. Und ich glaube, die Ergebnisse, die sie zuletzt geliefert haben, die geben ihnen recht. Auch wenn man sich in Elversberg mit 0-2 geschlagen geben musste. Jetzt, da die Mannschaften einlaufen, der OFC, wie der Lars schon angekündigt hat, ganz in Weiß. Die Schotter in schwarzen Trikots mit weißen Akzenten. Aber ja, das weiße Ballett aus Offenbach. Es ist auf dem Kunstrasen in Mainz, auf der Bezirkssportanlage in Mombach angekommen. Bei strahlendem Sonnenschein. Es ist wirklich bestes Fußballwetter. Sehr, sehr angenehme Temperaturen für Sport und für reichlich Bewegung da unten auf dem Kunstrasen. Und Sebastian Jelinecki, der steht da jetzt schon bei den Schiedsrichtern. Der Schiedsrichter, das ist Lars Erbs, 27 Jahre alter Mann, hat auch schon dritte Liga gepfiffen. Letzte Woche mussten wir lernen, dass dritte Liga erfahrene Schiedsrichter leider keine Garantie für gute Schiedsrichterleistungen sind. Da erinnere ich besonders nochmal an das vermeintliche Abseitstor, wo Ronny Marcos im Abseits gestanden haben soll. Die Videobilder haben in der anschließenden Analyse gezeigt, das hat um mehrere Meter nicht gestimmt.
So, und jetzt wird auch nochmal die Seite gewechselt, der OFC. Er wird von links nach rechts spielen und da kann ich auch jetzt schon mal sagen, wenn ihr euch wundert, Moment, ich sehe doch alles, was ihr hier erzählt, warum kommentiert ihr im Radiomodus? Ja, es gibt eben auch einen Radiostream für diejenigen, die sich das Bild nicht dazu gekauft haben und so werden wir auch heute einmal mehr das Spiel zunächst im Radiomodus kommentieren. Aber jetzt wird es erstmal eine Schweigeminute geben, Lars. Der Deutsche Fußballbund trauert zum Anfang mit der gesamten deutschen Fußballfamilie um seinen Ehrenpräsidenten. Und es wird um Egidius Braun gehen. Der am vergangenen Mittwoch, den 16. März 2022, im Alter von 97 Jahren in seiner Heimatstadt Aachen verstorben ist. Egidius Braun war von Oktober 1992 bis April 2001 DFB-Präsident. Nach seinem gesundheitsbedingten Ausscheiden aus dem Präsidentenamt wurde Braun zum DFB-Ehrenpräsidenten ernannt. Vor allem wird Egidius Braun aber durch seinen sozialen und karitativen Einsatz im Gedächtnis der deutschen Fußballfamilie bleiben. Mit verschiedenen Initiativen, wie beispielsweise der bis heute existierenden Mexiko-Hilfe, Mein Freund ist Ausländer und keine Macht in Drogen, setzte Egidius Braun weitsichtige und wichtige gesellschaftspolitische Akzente und initiierte die Aufnahme des sozialen Engagements als dritte Säule in die DFB-Satzung. Sein Satz, Fußball ist mehr als 1:0, wirkt über den heutigen Tag noch nach. Lassen wir im Andenken an Egidius Braun heute einen Ehrenapplaus erschallen. So, also ihr habt es gehört, da wurde nochmal Egidius Braun gedacht. Und jetzt hört ihr hoffentlich den Auswärtsblock, der gut gefüllt ist. Rund 700 Offenbacher werden wahrscheinlich die Reise nach Mainz angetreten haben. Ja, im Hasenkäfig sozusagen. Grüße kommen aus Lissabon und hoffe auf einen Kickersieg. Und dir, lieber Lars, oh ja, alles Gute für die Zukunft. Natürlich alles mit Gesundheit, danke für alles. Jörg aus Lissabon schreibt er das. Ja, ich hatte ja bekannt gegeben, dass ich zum Saisonende dann aufhören werde, nach 20 Jahren Ehrenamt und 2 Jahren hauptamtlich beim OFC. Aber da können wir nachher nochmal vielleicht kurz drauf eingehen. Jetzt ist erstmal nur der OFC wichtig und der ja, sieht sich jetzt erstmal dem Gastgeber hier gegenüber, der am Anstoßkreis steht. Und dann soll es losgehen. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC. Der ist im Spiel und jetzt sind die Schott-Mainzer am Ball. Die haben so einen ganz besonderen Trick hier an den Tag gelegt, oder? Ja, da wollte erstmal niemand den Ball so richtig anstoßen. Jetzt ist der Ball aber im Spiel und aber auch schon im Seitenaus. Florian Boyer hatte dann einen langen Ball der Mainzer abgefangen, ins Seitenaus prallen lassen. Einwurf Mainz schon ausgeführt, die jetzt über die eigene Dreierkette dann aufbauen werden, aber direkt auch schon angelaufen werden von Dejan Bosic und Hosina. Und der Torhüter Jonas Weiland, der schlägt dann den Ball auch erstmal ganz weit nach vorne, findet dabei erstmal nur mit Jason Breitenbach einen Offenbacher und so der OFC im Ballbesitz. Das ist jetzt Paul Milde, der dann weiten Ball spielt in Richtung Hosina. Ball ist aber schon wieder zurückgeschlagen worden zu Milde. Und da gibt es auch schon die erste Verletzungsunterbrechung. Auf Mainzer Seite, der ist mit dem Gesicht auf den Boden geknallt wohl. Und ja, kann aber weitermachen und dann wird es weitergehen mit dem Schiedsrichterball, denke ich. Ja, da der OFC aber eindeutig im Ballbesitz war, wird wahrscheinlich Hussein Basic jetzt den Ball zurück zu Jason Breitenbach spielen. So passiert es jetzt auch. Und dann der OFC im Spielaufbau. Wir erwarten, ja, auch wenn man jetzt sagen müsste gegen Tabellenletzten, er muss natürlich einen Sieg her, gar keine Frage. Aber das wird eine zähe und schwierige Angelegenheit, jetzt da David Richter angelaufen wird. Nach einem Rückpass von Jason Breitenbach, das hat der Richter aber gut gelöst, den Ball weit nach vorne gespielt. Boja jetzt erstmal den Ball gesichert, Sebastian Zieliński. Dann ist der Ball links bei Ronny Marcos, im Seitenhaus. Ja, ich persönlich erwarte eine eher zähe Partie. Schott Mainz hat letzte Woche gegen Elversberg lange die Null gehalten. Über 60 Minuten haben sie die beste Offensive der Liga da in Schach gehalten. Zumindest die numerisch beste Offensive der Liga. Und erst durch einen Standard konnten sie da geknackt werden, die Mainzer in Elversberg. Und die haben ihre Defensive also beisammen. Und das wird heute auch ein genauso schweres Spiel für uns. Natürlich ein früher Treffer, der würde die ganze Sache deutlich angenehmer gestalten. Dann könnte der OFC etwas mehr Räume bekommen, dann müsste Mainz etwas aufmachen, jetzt da der OFC den Ball jetzt schon ein paar Sekunden in den eigenen Reihen hat laufen lassen. Zieliński in der Innenverteidigung, in der eigenen Hälfte.
auf Dennis Hussein Bajic, jetzt so im Mittelkreis. Dann geht's rechts raus auf Mateo Andacic, der rechte Innenverteidiger. Der versucht jetzt mit dem langen Ball nach vorne, der dürfte aber ins Seiten ausgehen. Ist mir etwas über den Spann gerutscht, hat der Tunay Dennis gesucht. Einwurf Mainz auf deren linker Verteidigerposition. Ja, jetzt 3 Minuten gleich gespielt, 2,5 Minuten. Und ein Abtasten-Challenge. Jetzt geht erstmal mit dem Kopfball hier auf Boyai gespielt. Dann ist es Ronny Marcos auf dem linken Halbfeld. Die Mainzer zurück im Ballbesitz. Ja, lassen Sie es erstmal langsam angehen. Überhaupt bin ich gespannt, wie Sie das überhaupt so angehen wollen. Ob Sie das sehr, sehr defensiv gestalten und auf den Konter lauern. Oder ob Sie hier, wie Sie das eigentlich auch schon öfters unter Beweis gestellt haben, gerade hier zu Hause haben Sie ja eine gute Heimbilanz, ja, hier zu Hause auch mehr in die Offensive gehen. Ja, also der Eindruck, gut, es war natürlich auch ein Auswärtsspiel in Elversberg, aber da haben sie wirklich sehr, sehr, sehr defensiv gestanden. 90 Minuten in eigenen Strafraum, verbarrikadiert eigentlich. Und ja, sie haben da schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das erfolgsversprechend ist. Und ich glaube, gegen den OFC werden sie da ähnliche Taktik fahren, stehen da auch mit allen 11 Mann in der eigenen Hälfte. Jetzt Jelin jetzt mit dem Versuch eines öffnenden Passes rechts raus, aber der ging über den Kopf von Paul Milde ins Seitenaus hinweg. Ein bisschen Rückenwindunterstützung, ob es jetzt allein daran gelegen hat, vermag ich nicht zu sagen. Die Mainzer sind den Ball dann aber auch schon wieder los und haben ihn auch schon wieder zurückgeholt. Jetzt mit dem Versuch, sich nach vorne zu kombinieren, das ist Sanomiya, der quirlige Japaner, der dann gemeinsam Sturm mit Etienne Portmann spielt. Und jetzt die Mainzer zentrale Position, da kombinieren sie sich erstmal ein bisschen durch. Jetzt geht's rechts raus auf Sanomiya, ja, der zieht da in die Mitte rein, findet da jetzt auch ein bisschen die Räume, aber dann landet der Ball in den Armen von David Richter, der erstmal sagt, ruhig Jungs, ich hab die Kugel. Ja, und er hat vor allem nicht nur die Kugel, er hat auch die Ruhe ja. Weg, das hat er auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt, also von Aufregung war da keine Rede, ganz im Gegenteil. Er sagte, ja, das ist bei mir eigentlich so gewesen, ob das jetzt Testspiel war oder ein Punktspiel, da hat er gar keinen Unterschied gemacht. Also der Mann mit seinen jetzt mittlerweile 23 Jahren, er hatte ja auch Geburtstag vorgestern und ja, der ist schon ziemlich abgezockt und hat da eine gute Leistung gebracht. Jetzt erst einmal Einwurf für den OFC auf Höhe der Mittellinie und das wird Ronny Marcos erledigen, der jetzt erst einmal seine Mitspieler sucht dort vorne, ja, auf Hosina und dann spielen die Mainzer erstmal ganz zurück zum eigenen Torhüter. Das ist Jonas Janko Weyand. Und der OFC kommt erneut übers linke Halbfeld. Dann der Ball im Seitenhaus. Einwurf OFC. Ganz links draußen. Da steht jetzt Ronny Marcos. Schaut, wo kann er hinwerfen. Hosina hat sich da eigentlich ganz clever freigelaufen. Ball wird auch in den Strafraum reingeworfen. Aber Schiedsrichter Lars Erbst hat die Situation unterbunden. Stand Ronny Marcos beim Einwurf wohl ein paar Meter zu tief in der Schotterhälfte. Und jetzt soll er es also nochmal versuchen, ein paar Meter zurückgezogen. Jetzt schaut er, wo kann er hinwerfen. Bosic und Boyai bieten sich an. Boyai bekommt jetzt auch den Ball, lässt prallen für Ronny Marcos. Aber einmal mehr der Ball im Seitenaus. Da sind die Offenbacher noch etwas unpräzise. Es ist jetzt schon der zweite, dritte, vierte Ball, der da im Seitenaus landet. Vielleicht müssen sie noch ein bisschen mit sich mit dem Geläuf akklimatisieren. Vielleicht sind da die Maße auch etwas anders, als es gewohnt sind. Zielinski erst einmal im Rückwärtsgang und dann kann neu aufgebaut werden. Ja, hat er den Ball erst einmal unter Kontrolle genommen, jetzt rüber auf Andacic gespielt. Und dann ist es Tunay Dennis, der dort vorne versucht, Paul Milde zu schicken. Und der Ball, der geht ins Seitenhaus. Einwurf, Schott Mainz. Ja, es ist sehr schön, der Offenbacher Fanblock, der macht ja ordentlich Stimmung hier rechts von uns. Aber es gibt hier ein richtig schönes Echo, das immer wieder zurückschallt. Und zwar tatsächlich ein wortwörtliches Echo, nicht das OFC-Echo, wie man es aus dem Stadion kennt. Nein, gegenüber liegt so eine Metallhalle, die den Schall sehr schön wieder zurückschmeißt auf dem Platz. Also, obwohl der Fanblock nur auf der einen Seite steht, es ist eine Stereo-Beschallung, die die Spieler da unten auf dem Platz erleben. Jetzt da der OFC mal versucht, sich ein bisschen nach vorne zu kombinieren über die linke Außenbahn. Aber das ist nicht wirklich präzise und zielgerichtet. Und so ist der Ball dann auch wieder in der Hälfte der Offenbacher gelandet nach einem Mainzer Befreiungsschlag und geht jetzt ganz zurück auf David Richter. Und ich hatte gerade eben den Wind schon mal angesprochen. Es gibt immer mal wieder sehr steife Brisen, die hier über den Platz wehen. Mal gucken, ob das heute auch ein Faktor wird im Verlaufe dieser 90 Minuten. Wo wir bisher einen OFC erleben, der natürlich versucht ist, das Spiel jetzt erstmal in die Hand zu nehmen, das Spiel zu machen. Aber wir sehen auch schon direkt, die Mainzer, sie stehen tief, arbeiten leidenschaftlich und sehr diszipliniert gegen den Ball.
Das wird jetzt eben die Aufgabe sein, da die Lücken zu finden. Ganz ähnliche Voraussetzungen wie auch kommende Woche. Ich glaube, am Mittwoch ist es gegen Fernwald, wo der UFC im Hessenpokal spielt. Auch da auf Kunstrasen, auch da erwarten wir den Gegner sehr tiefstehend. Das ist ein Oberligist, also Hessenligist, FSV Fernwald. Jetzt kommt aber der UFC mit dem schönen Pass rüber auf die linke Seite. Jetzt geht's vorne rein ins Zentrum. Paul Milder auf der rechten Bahn. Vielleicht jetzt nochmal reinschlagen. Erstmal den Haken geschlagen. Dann zieht er ab vorne rein. Hosiner, der läuft ihm dann noch in die Quere. Beinahe hätte noch erwischt und dann wäre es gefährlich geworden. Aber so bleibt es erst einmal beim 0:0. 8 Minuten jetzt gespielt. Ja, und herrlicher Sonnenschein, aber ein Tor, das war uns bislang noch nicht vergönnt. Ja, bisher lacht nur die Sonne und noch nicht mein Herz. Noch bin ich angespannt. Ich habe es ja auch schon gesagt, ein frühes Tor würde uns sehr, sehr gut tun. Würde Räume öffnen. Aber bislang sind die noch nicht gegeben. Da müssen wir uns richtig mühsam durchkombinieren. Zweikämpfe auch mal gewinnen. 1-gegen-1-Situation auflösen. Und jederzeit wachsam sein, denn die Mainzer, sie können natürlich auch schnell umschalten. Da ist Sanomia schon an der Grundlinie. Ist da Jason Breitenbach erstmal davon gelaufen. Dreht dann jetzt nochmal ab. Jetzt sind sie an der Strafraumkante. Jetzt könnte die Flanke hineinkommen in den Strafraum von Sanomia. Jetzt das hohe Ding reingelöffelt. Aber, jo, der ist genau am Lattenkreuz runtergekommen. Gar keine so einfache Aufgabe für David Richter, sich den zu pflücken. Bisschen eklig, aber hat er sauber gelöst, die Aufgabe. Und jetzt wieder Spielaufbau der Offenbacher Kickers. Ganz in Weiß spielen von links nach rechts. Hussein Bajic auf der Sechserposition legt dann zurück auf Breitenbach. Dann wieder auf Hussein Bajic. Der dreht sich, schaut, wo kann er hinspielen. Dann nimmt er jetzt erstmal Matteo Andacic mit. Ist ja schon beim Heimspiel gegen Mainz 05 aufgefallen mit ein paar guten Pässen im Aufbauspiel. Das war jetzt aber nicht so gut, was er da gespielt hat. Der UFC aber mit gutem Gegenpressing bleibt da im Ballbesitz. Und jetzt Hussein Bajic, halbrechte Position, ganz rechts rausgelegt auf Paul Milde. Ja, über die rechte Seite soll es jetzt schnell gehen. Da geht aber erst einmal auf der Außenbahn vorbei, aber dann nochmal abgestoppt mit der Hacke. Ja, dann das Bällchen ins Zentrum gebracht und dann Hosen Basic links rausgelegt auf Ronny Marcos. Hat ein bisschen Platz, kann jetzt flanken. Da kommt er auch vorne rein und da muss er sich ganz, ganz lang machen. Ja, ja, da stieg er weit hoch, hat die Kugel allerdings runtergepflückt und so kommen die Mainzer jetzt hier übers linke Halbfeld und dann wird aber ein bisschen verzögert. So kann der UFC sich erst einmal richtig hinten formieren. Allerdings sind sie jetzt dann schon so Richtung Strafraum unterwegs. Die schwarz gekleideten Mainzer, ja, jetzt an der Strafraumgrenze. Dann zieht er auch mal ab, links vorbei. Donnerschlag, gar nicht mal so ungefährlich. Also links am Tor vorbei, aber Richter musste da nicht eingreifen. Etienne Portmann war da derjenige, der da von der Strafraumkante abzog. Gebürtiger Athener, aber aufgewachsen hier in Mainz und eigentlich auch schon seit Jahr und Tag, bis auf ein Jahr bei der zweiten Mannschaft von Kaiserslautern hier bei Mainzer Vereinen unter Vertrag. So wie eigentlich fast alle bei Schott Mainz irgendwie Vergangenheit bei Mainz 05 in der Jugendakademie hatten oder bei Mombach oder sonstigen engagierten Vereinen hier im Mainzer Umland. Tuna Dennis jetzt erstmal mit einem kernigen Zweikampf gegen Rey Okada. Linksverteidiger, hatte ich eigentlich im zentralen Mittelfeld heute vermutet, spielt aber auf der linken Außenbahn heute. Dafür Can Hüseyin Bakirsu. Nicht auf der Linksverteidigerposition, sondern im zentralen Mittelfeld unterwegs. Das alles jetzt aber erstmal nebensächlich, denn jetzt versucht sich der UFC nach vorne zu kombinieren. Florent Bojai, schöner Ball in die Tiefe auf Ronny Marcos, ist ja schon an der Grundlinie unterwegs. Ball hinein in die Mitte und Philipp Hosiner verpasst da sein erstes Ligator für den UFC. Hält da das Füßchen rein. Etwas mehr Druck hätte er in den Ball bringen müssen. So geht der Ball ganz, ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Haben wir es nochmal hier in der Zeitlupe bzw. im Replay. Vielen Dank Tim Bosser, der uns das nochmal eingespielt hat. Und ja, das war jetzt die beste Möglichkeit für den UFC, Hosiner. Und dann ja, soll es ja heute klappen mit seinem ersten Pflichtspieltor. Ja, wobei, also ich glaube, Pflichtspieltor hat er jetzt im Hessen-Pokal. Da gab es so einen Freistoß von Tuna Dennis, wo Hosiner wohl noch dran gewesen sein soll. Also ein Pflichtspieltor hat er ja schon, aber ein Ligator. Darauf warten wir jetzt noch, natürlich sehnsüchtig. Und wenn es nach uns geht, dann auch gerne heute allerdings. Es darf treffen, wer will. Und selbst wenn es David Richter in der 90. Minute ist, wenn er nach vorne geeilt ist bei einem Freistoß. Wie auch immer, Hauptsache wir ziehen hier heute irgendwie die 3 Punkte. Jason Breitenbach jetzt erstmal mit einem Fehlpass im Aufbauspiel. Wurde aber zum Glück nicht mit einem Konter bestraft. Das haben die Mainzer unsauber ausgespielt. Ball geht ins Seitenhaus. Einwurf Ronny Marcos noch in der eigenen Hälfte. Hat jetzt aber in des Gegners Hälfte reingeworfen. Dejan Bosic gesucht. Da sind die Mainzer Defensivspieler aber erstmal dazwischen. Und der Ball ist jetzt beim Torhüter bei Jonas Weyand. Der dann weit nach vorne schlägt. Jelinecki gewinnt da erstmal das Kopfballduell. Grob Richtung Paul Milde. Aber dann ist der Ball auch erstmal wieder weg. Und die Mainzer, sie kommen über ihre linke Angriffsseite. Jost Mayrose, der Kapitän der Mainzer.
8 gelbe Karten schon gesammelt. Der langt gerne mal hin. Kerniger Mann da im Zentrum des Spiels. Wurde mir auch so als Kopf der Mannschaft beschrieben. Und auch was die Anweisung angeht, ist das ein ganz wichtiger Mann. Gibt da viele Kommandos. Und jetzt die Mainzer. Langer Ball in die Spitze, rechts draußen. Das ist Bakir Su, der da schon an der Grundlinie unterwegs ist. Den Ball jetzt auch hineinbringt in die Mitte. Hatte da Sho Sanomiya gesucht. Den japanischen Stürmer. 13. Minute, immer noch 0:0. Einmal haben die Mainzer schon gefährlich aufs offenbare Tor geschossen und umgekehrt. Der OFC hat auch schon eine große Möglichkeit, aber jetzt ist er im Vorwärtsgang mit Tuna Dennis erst, beziehungsweise, ja, ist es jetzt Hussein Basic, der da nochmal ablegt hier. Und so kann Andacic ein paar Meter gehen, sucht dort vorne Hosina, rechts rausgelegt, dann kommt er zurück auf Tunay Dennis. Jetzt spielen sie so ein bisschen im Dreieck, dann das Ganze alles da vor dem Kreis sozusagen. Und dann geht er nochmal ganz, ganz rechts auf die Außenbahn, Paul Milde. Kleiner Stockfehler, so würde man es beim Eishockey sagen. Ja, das hat man mir in der Jugend eigentlich schon ausgetrieben, dass man den Ball mit der Sohle stoppen will. Nee, da musst du schon mit der Innenseite hin. Und genau das hat der Herr Paul Milde leider hier nicht gemacht, wollte mit der Sohle stoppen und er ist ihn unter der Sohle durchgerutscht. Rutscht der Ball ins Seitenaus. Ärgerlich, da war der OFC eigentlich in einem guten Ballbesitzspiel gerade drin. Jetzt ist das Ding erstmal weg. Oh, jetzt aber aufpassen, da kommen sie überfallartig, die Mainzer. Jetzt geht er auf den Torwart zu. Nur noch Szelinecki bei ihm. Jetzt muss er den Haken schlagen, aber Szelinecki, der beißt sich erst einmal fest. Und dann haben sie geklärt und auf offenbarer Seite. Aber das waren sie ganz schön schnell im Mittelfeld hier. Ja, haben sie das überbrückt. Nicht das erste Mal, dass Sho Sanomiya da sein enormes Tempo aufblitzen lässt. Hat schon ein paar Läufe in die Tiefe gemacht, hat auch schon Jason Breitenbach das ein oder andere Mal in die Bredouille gebracht. Und jetzt eben Sebastian Szelinecki. Und das will was heißen, wenn du unserer polnischen Abwehrkante davon läufst. Auf jeden Fall. So, Bärbel und Wolfgang, helfrich, grüßen die Lisa aus Langen und wünschen nachträglich zum gestrigen Geburtstag alles Gute und 3 Geburtstagspunkte wünschen sie sich. Und das wünschen wir uns natürlich auch alle. Happy Birthday nochmal nachträglich. Und jetzt ist das Spiel unterbunden. Warum? Ja, war wohl ein leichtes Offensivfoul von Dejan Bosic. Habe ich jetzt nicht zwangsläufig so gesehen nach einem langen Ball von Mateo Andacic. Aber mein Gott, jetzt hat der Schiedsrichter so entschieden. Freistoß für die Mainzer. Ja, so 20 bis 30 Zentimeter außerhalb des eigenen Strafraums wird Jonas Weyand, der Schlussmann, in Textmarker Gelb, der Schotter, den Ball jetzt weit nach vorne schlagen. Kopfballduell. Jason Breitenbach verlängert dann erstmal zum eigenen Torhüter, zu David Richter. Also von Torhüter zu Torhüter im weitesten Sinne gespielt der Ball. Schon abgeworfen auf Andacic. Tuna Dennis, halbrechte Position noch in der eigenen Hälfte. Wo spielt er hin? Ja, auf Hosina. Der wird jetzt wahrscheinlich, dreht sich aus 3 Mann raus, aber dann ist der 4. Mainzer da. Das ist Portmann, der dann den Ball zurückholt. Und jetzt kommen die Mainzer wieder über die linke Außenbahn, jetzt ins Zentrum reingespielt. Da ist Portmann, der dann in den Rückraum spielt auf Bakir Su. Und dann aber der Fehlpass. Dennis Hussein Basic, das wissen, jetzt könnten wir vielleicht sogar mal umschalten. Ein bisschen Raum wäre da. Dejan Bosic wird da geschickt. Ganz langer Ball auf Dejan Bosic. Heute ist schon draußen und klärt die Kugel erstmal weg. Das war gut und richtig, dass Jonas Weyand da rausgekommen ist aus dem Kasten. Sonst hätte Dejan Bosic eine 1-gegen-1-Situation gegen den Torhüter gehabt. Also auch gegen derart tief stehende Mainzer kann man, wenn man die richtigen Momente abpasst, auch mal ins schnelle Umschaltspiel kommen. Das, was uns ja gegen Mainz 05 so gut gelungen ist, diese sehr, sehr schnellen, kompromisslosen, vertikalen Pässe aus der eigenen Hälfte heraus. Und dann Hosina und Bosic, die da mit ihrer individuellen Klasse Alarm gemacht haben gegen Mainz. Und jetzt gegen Schott. Kann das auch ab und an mal wieder klappen? Jetzt geht Tunay Dennis erstmal zu Boden. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Der Tunay, der hätte da gerne einen Freistoß gehabt, beziehungsweise er hat sich dann alle. Die Mainzer, die schicken dort vorne wieder ihre Spitze, aber dann ist Richter da. Und jetzt können wir nochmal reinschauen, ob dann da wirklich ein Foul vorgelegen hat. Ja, hat ihn schon ein bisschen getroffen, aber wie auch immer. Weiter geht's mit dem OFC und Tunay Dennis, der ist auch wieder auf den Beinen. Also Szelinecki. Mit dem öffnenden Pass ganz rüber auf die rechte Seite, Paul Milde. Ja, da ist er schon ziemlich hoch gestiegen, aber das hat nicht ausgereicht. Und ja, so ist er bei dem Seitenaus. Also Szelinecki jetzt etwas zu hoch angesetzt. Wird jetzt den Einwurf für Mainz geben. Rei Okada ist das, einer der beiden Japaner bei Mainz 05. Haben auch noch sehr ähnliche Frisuren. Also dementsprechend auch eine sehr ähnliche Statur. Gar nicht so leicht, die beiden auseinanderzuhalten. Dankenswerterweise spielen sie etwas weiter auseinander auf dem Feld. Also Sho Sanomiya, der Stürmer, der uns jetzt ein, zweimal schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Und der linke Flügelverteidiger Rei Okada. Die machen gemeinsam mit den Mainzern hier ein gutes Spiel bisher. Jetzt der Ball in den Strafraum rein. Direkt in die Fänge von David Richter.
unserem Schlussmann. Und Ronny Marcos auf der linken Bahn jetzt unterwegs. Oh. Dann nimmt er erstmal Denis Hussein-Basic mit, auf die rechte Seite rausgelegt. Es ist Andacic. Jetzt geht es dann schon über die Mittellinie. Tony Denis, ja, da wollte vorne Hosina bedienen. Und Andacic noch einmal dazwischen. Ja, vielleicht ein kleiner Stockfehler von Bosic. Und der Ball ist im Seitenaus. Einwurf wird es geben. OFC Paul Milde. Und da sucht er vorne Hosina. Ja, der bietet sich jetzt auch an. Kommt ihm einen Schritt entgegen. Hat den Ball erst einmal. Und die Mainzer zurück im Ballbesitz. Versuchen jetzt ihrerseits über die rechte Bahn. Also da im Spielaufbau haben sie jetzt relativ viel Platz. Der OFC läuft sie mal eben nicht hoch an. Sondern wartet jetzt mal kurz darauf, was denen eigentlich im Spielaufbau so einfällt. Über Alexander Luigi Rimoldi. Aber der Pass, der war schwach. Da hat er seinen Stürmer Sanomiya gesucht. Aber kein Problem für Zeliński, den Ball da abzufangen. Jetzt wieder Ballbesitz OFC. Hussein Bajic auf Jason Breitenbach. Der hat da jetzt ein bisschen Platz. Er kann noch mal ein paar Meter machen. Da ist eine relativ große Lücke vor ihm. Also auch schon tief in der Mainzer Hälfte jetzt. Das Kombinationsspiel läuft. Jason Breitenbach schon im Strafraum am Ball an der Grundlinie. Jetzt Ball hinein gespielt in die Mitte. Und da wäre Dejan Bosic gewesen im Rückraum. Aber Jonas Weyrand hat da aufgepasst. Packt sich die Kugel. Gute Möglichkeit für den OFC. Das Ganze jetzt in der 19. Spielminute. Und damals nochmal über die linke Seite ging es dann richtig flugs voran. Und Breitenbach hier im Stile eines Thorsten Jutt. Das ist, ja, den habe ich so gerade noch so peripher wahrgenommen als ganz kleiner Bub. Ja. Den Jutt. Und seine legendären Flanken, das habe ich noch mitbekommen, dass man sich über die immer sehr gefreut Linksfuß. Hat. Also, den Breitenbach habe ich da hinten davor, so weit vorne noch nie gesehen. Ja, ich sag mal, aus der eigenen Innenverteidigung losgetribbelt, hat aber sehr gut gemacht. Und solche Momente brauchst du dann auch, dass du mal vielleicht aus einer Position raus dich löst, aus der Ordnung rausgehst und irgendwo auf dem Feld dann mal temporär eine Überzahl schaffst. Das hat Jason Breitenbach gemacht, indem er da aus der Innenverteidigung rausgetribbelt ist. Das war die zweite gute Offensivaktion des OFCs, nachdem Philipp Hosina schon nach einer Hereingabe von Ronny Marcos das Füßchen hingehalten hat und der Ball ganz knapp am zweiten Pfosten vorbeigegangen war. Also gleich für seinen Wurf geben und da habe ich hier noch was. Ach, Vice, dass es euch gibt. So kann ich aus der Insel Boa Vista mitfiebern. Ich grüße euch, die Herdels, die Fröhlichs und alle Kickersnasen. Danke für alles, ihr Lieben. Und jetzt geht's hier auch weiter mit Shot 9. Ah, über die Mittellinie, da ist eine große Lücke im Zentrum, der kann immer noch gehen, jetzt hat er dort vorne, ja, abgespielt, schon im Strafraum, auf der linken Seite ein bisschen rausgedrängt, kommt der Ball erneut ins Zentrum zurück, vorne rein gechippt, ja, ja, da waren sie aber hellwach und Andacic, der macht da Schluss mit lustig, im Gegenteil, der schickt dort vorne auch noch Bosic, der kommt zu Foul und der Schiri stand eigentlich gut, sagt nichts, weiterspielen, also gut, so ist es, da müssen wir mit leben und ich glaube, wir haben die Szene noch irgendwo. Und ja, ah ja, kann man nicht richtig sehen. Also, Shot 9 kommen hinten raus. Und dann haben wir den Klaus-Josef Werner, der grüßt, kommt gerade zurück aus den USA. Freut sich, dass er dabei ist. Und er sucht, will den natürlich den Dreier hier heute miterleben. Und er dankt für unsere gute Arbeit. Weiter geht's mit dem OFC Breitenbach. Schon wieder links vorbei. Schaltet sich heute sehr, sehr oft ins Offensivspiel an. Dann, ja, die Offenbacher Bank, die ist absolut außer Sicht. Jason Breitenbach wurde da auch für meine Begriffe eindeutigerweise gefoult. Es gibt zwar einen Einwurf für den OFC, aber Sretoristic und die komplette Auswechselbank hätte da sehr gerne einen Freistoß für den OFC gesehen. Hätte ich auch als richtig empfunden und jetzt bekommt da die Auswechselbank der Offenbacher und ich glaube Bernd Winter namentlich eine Ansage vom Schiedsrichter Lars Erbst, dass man sich da doch zukünftig etwas zurückhalten solle. Oh, und René Käffel, der kriegt sich gar nicht ein. Und ich glaube, es ist René Käffel oder Bernd Winter, der da jetzt... Gelb für René Käffel, Lars. Gelb für René Käffel. Wann hast du den Satz zuletzt gesagt? Ich weiß nicht. Das war Ende der 90er, glaube ich. Ja. Aber gut. Und jetzt bedankt er sich da hinten. Hebt die Hand. Also vielen Dank, Schiedsrichter. Eieieiei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt eben sehen konnte. Also, gelb für René Käffel. Hat sich da sehr lautstark... Ich glaube, es ist René Käffel. Auf die Distanz ist das nicht ganz leicht zu erkennen. Aber es müsste, glaube ich, René Käffel sein. Ja, Wolfgang an der Kamera nickt auch. Und dann geht es jetzt weiter mit Einwurf, OFC.
eingeworfen. Zu Dejan Bosic, er möchte prallen lassen vor Hosina. Der versucht sich da aus dem Gegner rauszudrehen, aber wird dann rustikal vom Ball getrennt. Und jetzt ein bisschen unklare Verhältnisse. Viele Zweikämpfe gerade im Mittelfeld. Jetzt der Ball bei Ronny Marcos auf der linken Außenbahn. Bosic versucht sich da zu helfen. Also das Spiel wird richtig ruppig gerade in den Zweikämpfen. Und der Ball, der geht ins Seitenaus. Oder kriegt er den noch? Tatsächlich hat er noch, aber dann ist er endgültig im Aus. Einwurf jetzt geben für den OFC Andacic. Ja, hat den Talot ein bisschen nach hinten verlegt. So konnte man aber auch ein bisschen schneller einwerfen. Also insofern alles okay. Hosen Basic, Tonay Dennis. Jetzt kommt der öffnende Pass vorne rein. Ja, auf die Strafraumgrenze. Allerdings Bosic. Ah, da kann er nicht rankommen. Denn da war Jonas Janko Weyand einen Tick schneller und hat das Leder unter Kontrolle. Jetzt der lange Ball der Mainzer Richtung der linken Außenbahn. Ich glaube, das ist Del Vecchio, der da gerade spielt. Nee, das müsste Jost Mayrose sein, genau. Dann nochmal hintenrum gespielt von den ganz in Schwarz spielenden Rheinland-Pfälzern. Über die eigene Dreierkette, über Jonas Raltschic. Und dann rechts auf Silas Schwarz. Aber da ist der Ball in einem Seitenaus, Fehlpass von Raltschic. Und jetzt könnte der OFC schnell umschalten. Hosina hat da ein bisschen Wiese jetzt. Vorsicht auf der linken Außenbahn, aber auch drei Gegenspieler jetzt. Da ist Tunay Dennis mit dem Doppelpass auf Hosina schon im Strafraum. Hosina am Gegenspieler vorbei. Hosina mit dem Abschluss. Ah, und dann ist es. Das war jetzt die Riesenchance für den OFC. Das Ganze in der 24. Minute. Hosina. Eieieiei. Und da ist er tatsächlich noch dazwischen, Jonas Janko. Oh, Weyand, der Schlussmann, der Mainzer. Donnerschlag, das war die Chance. Ja, ah, da hätte man ja einen etwas besseren Abschluss setzen können. Ich muss es leider so sagen. Jetzt der nächste Ball in die Spitze von den Offenbachern Richtung Tunay Dennis, der in der Grundlinie ist. Und es wird, glaube ich, die erste Ecke des Spiels für den OFC geben. Eckball Nummer 1. Und ich habe es ja in der Vorberichterstattung gesagt. Die SV Elversberg, die hat dann einen Standard genutzt, um diesen Defensivriegel der Mainzer da zu knacken. Und warum sollten wir da eine Stunde drauf warten? Warum sollte es der OFC nicht einfach jetzt schon den Durchgang 1 so lösen? Tunay Dennis. Eckball für den OFC von der rechten Seite. Jetzt kommt er reingeflogen ins Zentrum. Vielleicht Nachschussmöglichkeit. Oh, ja. Nee. Eieiei, den hat er verzogen. Der geht nicht mal ins Tor aus. Ganz im Gegenteil, der geht rüber ins Seitenaus. Also das war Paul Milde, der es mal mit links versucht hat. Es war um einen Hahn sogar ein Rückpass. Von der Richtung her, aber ja. Mein Gott, so musst du es halt probieren. Volles Risiko. Zumindest erstmal keinen Konter gefangen. Und den Einwurf kannst du jetzt auch zustellen auf der rechten Mainzer Abwehrseite. Boja, ja, tatsächlich. Boja holt den Ball da auch tief in der Mainzer Hälfte zurück. Ist jetzt da schon in der Grundlinie unterwegs. Bringt den Ball sogar in die Mitte rein. Aber die ist eben leider nicht besetzt, da sich alles da links außen orientiert hatte. Also ich bekomme hier einige Mails, ja, die sich direkt an mich wenden, bedanken und auch Gratulationen zum Geburtstag und so weiter. Ich will die nicht alle verlesen, das ist mir ganz unangenehm. Also, aber es ist mir natürlich eine große Freude, wie ihr mich da unterstützt habt. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das war großartig und ja, vielleicht sage ich nachher nochmal zwei, drei Sätze, wie das dann ja jetzt so dann vielleicht auch weitergehen könnte. Aber wie gesagt, am Saisonende, da ist erst einmal dann Schluss für mich und ja, stellvertretend hier einfach nochmal ein Gruß von Heiko Feuerbach aus Balingen und damit will ich es einfach jetzt bewenden lassen. Die ganzen persönlichen Sachen, wie gesagt, sie freuen mich, aber ich will die jetzt nicht alle hier verlesen. Dankeschön. Ja, ich glaube, den kann man sich aber auch nur anschließen und wenn wir mal Zeit finden, jetzt gerade lässt es das Spielgeschehen nicht so ganz zu, dann, der Lars hat es ja schon angekündigt, dann wird sich da auch kundgetan. Bosic über die rechte Seite, flankt dort vorne rein, Hodesina gesucht und in letzter Sekunde dort hinten geklärt. Aber da kommt er ja neu zurück und dann, ja, wieder Parade. Immer noch der OFC jetzt im dritten Gangversuch. Eieiei, und wieder geblockt. Also jetzt Powerplay aufs Tor der Mainzer. Und dann haben sie erst einmal die Huller ganz weit rausgeschlagen. Aber das war jetzt hier, ja, ein Dauerfeuer. Ja, Problem ist dabei nur, außerhalb des Spielfeldes Dejan Bosic. Liegt am Boden, hat sich bei einem Abschluss wehgetan. Steht aber jetzt schon wieder, aber ja, er läuft noch nicht wieder rund. Wahrscheinlich irgendwie blöd aufgekommen. Die Magie des Kunstrasens. Sreto Ristić hatte ja davor gewarnt, dass da Verletzungen eben besonders leicht passieren. Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmeres bei Dejan Bosic ist, der da jetzt auch schon wieder in der Stürmerposition steht. Und sieht, wie der OFC sich gut über rechts durchkombiniert. Paul Milde geht da jetzt schon auf die Strafraumkante zu. Flanke soll hineinkommen in den Strafraum, ist aber erstmal abgeblockt worden. Trotzdem zweite Welle läuft mit Tunay Dennis, der den Ball reinspitzeln will in den Strafraum. Einmal mehr ein Mainzer Abwehrbein da dazwischen. Der weite Befreiungsschlag landet bei Jelinecki. Und dann schlussendlich bei Florent Bojai am Mittelkreis, der dann jetzt auf Matteo Andacic spielt. Also die Mainzer, da werden da jetzt richtig hinten festgenagelt. Und Andacic, der schaut, wo kann er hinspielen? Im Halbraum, im rechten, jetzt hinein in den Strafraum Richtung Hosina.
Aber dann nur noch mal ein bisschen unpräzise. Aber ganz klar, der OFC, der macht jetzt Druck, versucht sie da hinten einzuschnüren. Und sie lauern natürlich jetzt hier auf Konter. Aber der OFC setzt sich erst einmal fest in der Hälfte hier. Der Mainzer kommt auch jetzt wieder über die linke Seite. Da hat der Ronny Marcos gesucht. Allerdings war da das schwarze Bein dazwischen. Und so können die Mainzer erst einmal versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Aber es bleibt beim Versuch, denn Andacic, der hat die Kugel schon wieder kontrolliert. Paul Milde auf der rechten Seite. Ja, und das ist Hussein Basic. Tunay Deniz, er versucht mit der Grätsche den Ball noch zu verlängern. Geht allerdings in die Reihen der Mainzer über. Die kommen jetzt ihrerseits aus dem Zentrum. Ja, wollen da umschalten. Haben aber so ein bisschen den Moment verpasst. Und dann geht es jetzt über rechte Flügelverteidiger. Und jetzt der lange Schlag. Und da ist wieder der schnelle Japaner unterwegs. Der ist wieder allen davongelaufen. Shosan Omiya jetzt schon im Strafraum. Und dann soll der Ball hineinkommen. Und ich glaube, gibt es Eckball? Ja, es gibt den ersten Eckball für Mainz. Also nach Ecken steht es 1:1 jetzt gerade. Aber der ist ja wirklich höllisch schnell, dieser Shosan Omiya. Gebürtiger Japaner, ist in Saga geboren worden. Und wenn ich Transfermarkt.de richtig deute, seit 2020 kickt der eben in Deutschland. Und da haben sie wirklich jemanden ausgegraben. Sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr wuselig. Und auch mit dem Ball weiß er, was anzufangen. Thomas, Alex, Manuel, Marion und Uli grüßen aus Dietzebach. Und sie wollen nichts weniger als den Dreier. Und da sind sie mit uns absolut in einem Boot. Aber jetzt müssen wir erstmal aufpassen, denn jetzt gilt es erstmal zu verteidigen. Eckball, wie gesagt, rhythmisches Klatschen hier auf Mainzer Seite. Links neben uns, da sitzt sozusagen der Fanclub. Und jetzt kommt er reingeflogen. Und dann ist Richter erstmal mit einer Faust da. Hat das Ding gut pariert. Ja, rechts ins Seitenaus geboxt. Was ich sehr schön finde, Matthias Fetsch, der sich da hinterm Tor von David Richter warm macht. Der coacht da im Grunde genommen auch mit. Also ja, da sieht der Coco-Trainer. Ja, so der Coco. Ja, wahrscheinlich ist das nicht mal ein Gag. Der hat halt wirklich, das merkst du, der hat halt immer die Kapazitäten auch für andere mitzudenken auf dem Feld. Und würde mich nicht wundern, wenn wir Matthias Fetsch irgendwann nach seiner aktiven fußballerischen Karriere an der Trainerbank sehen. Paul Milde erstmal schön befreit, dort auf Bosic gespielt und jetzt läuft der Angriff der Offenbacher Kickers. Hosena hat sich ganz hier auf die rechte Bahn verlegt, dann geht es ins Zentrum rein, Hussein Basic. Ja, wird jetzt ein bisschen auf die Außenbahn gedrängt, vielleicht jetzt direkt abziehen auf links, immer noch Hussein Basic. Was macht er jetzt? Kommt die Flanke vorne rein? Nee, nee, Pressschlag. Und dann springt er dort oben über die Torauslinie und so wird es Ecke geben für den OFC. Und gelb! Genau, das möchte ich jetzt aber nochmal absolut lohnend erwähnen. Lars Erbs, der hat gesehen, dass gegen Philipp Hosena dann absolut regelwidrig eingestiegen wurde bei diesem Konter. Auch wenn der Angriff dann weiterlief, hat er sehr schön den Vorteil laufen lassen. Und dann jetzt, ich weiß nicht mehr, welchen Mainzer, ich habe es leider nicht sehen können, die gelbe Karte gezeigt. Also alles richtig gemacht, Lars Erbst. Und jetzt der zweite Eckball für den OFC. Tunay Deniz von links bringt er den Ball zum Tor hinein, aber nur auf den ersten Pfosten. Und da sind die Mainzer dazwischen. Und jetzt wieder Shosan Omiya, der da auf der rechten Außenbahn jetzt loslegt. Aber Breitenbach sehr gut zurückgearbeitet, holt da den Ball zurück für den OFC. Aber Tunay Deniz verliert ihn dann leider wieder. Und so dann jetzt doch das Umschaltspiel der Mainzer. Und wieder dieser unglaublich schnelle Japaner auf der rechten Außenbahn unterwegs. Aber dann ist der Ball erstmal im Seitenaus, den jetzt gerade in der Entscheidung stören können. Einwurf, Shot, Mainz schon tief in der Offenbacher Hälfte auf der rechten Außenbahn. Ja, und da orientiert er sich hier wieder ins Zentrum rein. Der von dir so oft genannte Japaner hat sicherlich auch einen Namen. Shosan Omiya. Du wolltest den jetzt nicht aussprechen, ja? Ja, aber ich sehe, du hast die Probe bestanden. Ich habe heute Morgen vor dem Spiegel 10 bis 15 Mal geübt. Okay. Ist immer noch nicht unfallfrei, aber es geht halbwegs. Einwurf aufpassen, dass Shosan Omiya da nicht an den Ball kommt, denn jetzt gibt es Einwurf hier von der rechten Seite. Da fliegt er auch in seine Richtung. Da hinten hat er ihn aber nicht bekommen, denn Paul Melde, der steht dort, klärt erst einmal und baut jetzt hier neu auf. Schickt dort Bosic, der wird dort gehalten. Ah ja, hat er auch gepfiffen. Schiri steht 12 Meter entfernt und so wird es Freistoß geben. Stellt er sich hier vor den Ball. Ja, ja, ah ja, gut. Das Tunay Deniz hat es brachial versucht. Der stellt sich hier beim Freistoß vor den Ball. Das kennt man ja, das ist ja soweit noch okay. Aber Tunay Deniz, der hat dann mit voller Wucht gegen den Ball getreten. Und so ist nicht nur der Ball, sondern auch der gute Kollege hier erschüttert worden. Ich unterstütze Unsportlichkeiten selten, aber man, es fällt mir schwer, dem Tunay Deniz dann einen Vorwurf zu machen. Wenn man sich halt vor einen Ball stellt, den man schon schießen darf, ja, dann darf der Tunay Deniz auch mal diesen Ball schießen. So, jetzt aber der Freistoß von der halbrechten Außenbahn. Sehr schöne Flankenposition. Tunay Deniz, der bringt den Ball jetzt hinein auf den ersten Pfosten. Hosina, nein, Flugkopfball von Jelinecki, aber rechts am Tor vorbei leider. Da war ja Hosina auch um ein Haar noch dran gekommen. Und jetzt stellt sich Hosina vor den Ball von Jonas Weyand. Aber nee, da geht der österreichische Stürmer, der ja in der Winterpause von Dynamo Dresden gekommen war, trollt sich da jetzt
Und da gibt es jetzt den Abstoß von Jonas Weyand, dem Schlussmann, den Mainzer. Den haben sie ausgeliehen vom FC Kaiserslautern. Also eventuell darf der sich in der nächsten Saison Zweitligakeeper nennen, der Jonas Weyand. Die Pfälzer sind ja drauf und dran, den Aufstieg in die zweite Liga zu packen. Aber jetzt der OFT wieder über die rechte Seite unterwegs. Schoss in der Klasse gemacht aus der Drehung. Da hat den Paul Milde mitgenommen und dann verspringt ihm der Ball. Der geht hinten in die Sandgrube. Also da beim Backer und bei den Förmchen an denen vorbei. Da liegt der Ball jetzt im Sandbett. Also auch die Flanke wäre um ein Haar in Seiten ausgegangen. Gut, da muss der Philipp Hosiner heute noch ein bisschen Zielwasser üben. Aber der hat ja jetzt schon ein paar Gelegenheiten gehabt, sich fein zu justieren. Und wenn er 10 in die Wolken setzt, dann wird er den 11. in den Winkel setzen. Das ist meine Prophezeiung. Und dann mag es dann irgendwann eben Paul Milde sein, der den da in den Winkel knallt. Jetzt Milde mit dem langen Ball Richtung Hosiner. Schönes Ding. Hosiner kommt da nicht ganz ran, aber der Ball zurück zum Torhüter. Hosiner läuft da natürlich durch. Jonas Weyand haut das Ding dann aber auch sofort wieder weg aus der eigenen Gefahrenzone. Ballbesitz jetzt OFC, linke Außenverteidigerposition. Ronny Marcos, der erstmal den Antritt setzt. Und Bosic kann den Ball dann aber nicht behaupten. Aber Bojai holt den Ball zurück für den OFC. Halb linke Position, jetzt ganz links raus auf Ronny Marcos. Hat da viel Platz, könnte jetzt die Flanke bringen hinein in den Strafraum. Vielleicht etwas früh die Flanke angesetzt. Der Strafraum war noch nicht gut besetzt. So kein Problem für die Mainzer, das zu verteidigen. Die aber ihrerseits den Ball schnell wieder hergeben. Also es sind wirklich klare Ballbesitzverhältnisse beim OFC. Jetzt aber Tuna Dennis mit dem Fehlpass. Die Mainzer könnten schnell umschalten, aber lassen sich dann doch jetzt etwas Zeit. Jost Mayrose, der Kapitän, bringt da ein bisschen Ruhe rein. Und dann geht es jetzt rechts raus auf Leon Kern. Rechter Verteidiger der Mainzer mit dem langen Ball in Richtung Grundlinie, wo dann David Richter, der Schlussmann der Offenbacher Kickers, wartet und den Ball in Empfang nimmt. Spielaufbau OFC. Ja, Nadzic ist es, der sich ja hier so richtig nicht nur in den Kader gespielt hat, sondern auch in die Herzen der Fans, denn das ist schon klasse, wie die überhaupt so ja, aus dem Nichts auf einmal dastehen und dann einfach ganz sauber ihren Mann stehen. Das haben wir ja jetzt nicht nur bei Nadzic gesehen, gerade auch bei Richter und anderen. Also das ist schon wirklich ein sehr breiter Kader, auch wenn trotzdem die Verletzungen natürlich schwerwiegend sind und schmerzen. Ja, so ist es. Ich meine, da gibt es einfach Dinge, die kannst du nicht ersetzen. Und auch wenn es rein von der individuellen Klasse, auch Paul Milde jetzt mit dem Stockfehler-Einwurf Mainz, rein von der individuellen Klasse ist das natürlich mit so einem tollen, breiten Kader durchaus möglich, da trotzdem immer wieder eine starke Mannschaft aufzustellen. Aber es geht natürlich auch um so Sachen wie Eingespieltheit. Wenn du halt jede Woche deine Defensive verändern musst oder dein Mittelfeld verändern musst, klar, da sind die Prozesse nicht so sicher wie bei einer Mannschaft, die 30 Spieltage im Grunde genommen mit einer Stammformation durchackern kann. Das ist halt einfach so, da darf man nicht vergessen, auch die Eingespieltheit ist ein großes Problem, wenn man so, so viele Verletzte zu beklagen hat wie der OFC. Ja, gleich 35 Minuten gespielt, immer noch 0:0, der OFC vielleicht mit der Chancenhoheit, das muss man schon sagen, hatte schon die Möglichkeit hier auf jeden Fall in Führung zu gehen, vielleicht sogar dann einen nachzulegen, aber wie gesagt, das Erste ist immer das Schwerste und der muss erst einmal rein und darauf warten wir noch auf das 1:0 für den OFC. Wie auch immer, die Mainzer wehren sich tapfer und der OFC, ja natürlich, würde ich sagen, mit 65% Spielanteil? Ja, definitiv hat. Oh, Jelenetski mit einem schweren Fehler. Und jetzt die Mainz, aber Breitenbach hat aufgepasst. Aber Jelenetski hat sich dabei wehgetan, hält sich den Rücken, liegt jetzt auch am Boden, unser Abwehrchef und Kapitän. Jetzt schauen wir erstmal. Das Spiel läuft weiter. Hosiner hat den Ball erst einmal dort erkämpft sozusagen und dann steht auch Jelenetski wieder, so muss gar nicht unterbrochen werden. Und da ist er auch schon wieder am Ball. Also das freut uns sehr. Der ist ja wirklich, ja, aus grobem Holz geschnitzt. Das ist kein Holz, das ist Titan. Das ist Titan, genau. Und das ist jetzt Paul Milde auf der rechten Seite. Tunay Dennis. Wo soll er hin? Das ist die Frage. Nochmal rechts rausgespielt, Andacic. Dann versuchen sie es wieder im Kurzpassspiel. Und die Mainzer erst einmal dazwischen. Ja, versuchen es jetzt hier durchs Mittelfeld. Ja, auch gefälliges Kombinationsspiel, aber das wird nie im Leben was. Ja. Fünf Offenbacher, allein will er gegen fünf Offenbacher. Nein. Allein der Versuch ist schon strafbar. Ich sag mal, allein gegen Sebastian Jelenetski ist das schon ein ganz großes Problem, wenn du auf den zutribbeln willst. Also wir wollen es ihm nicht verübeln. Er musste es ja so tun. Ja. Es blieb ja nichts anderes übrig. War ja keiner sonst dabei. Aber dass das keine Aussicht hatte, das war doch klar. Der OFC einmal mehr im Spielaufbau, halbrechte Position Matteo Andacic, die beiden äußeren Innenverteidiger. Natürlich schieben sie da auch immer wieder mit nach vorne an. Jetzt auf engem Raum, der Versuch des Kombinationsspiels ist aber nicht ganz geglückt. Jetzt der weite Schlag Richtung Hosiner, der den Ball da sehr gut festmacht, aber dann doch noch von Silas Schwarz entscheidend gestört wird. Bojai nochmal dazwischen und dann gibt es jetzt Freistoß für den OFC. Habe ich nicht ganz genau gesehen, was dafür jetzt der Auslöser war für
Aber soll wohl ein Handspiel gewesen sein, die Bildregie. Hat's besser gesehen, nehmen wir natürlich gerne mit. Tuna Dennis, fast schon eine Distanz für einen Direktschuss. Ich sag mal, auf dem Kunstrasenplatz nicht weit von hier im Wiesbadener Vorort, da hat er aus dieser Position die Dinger, wie er wollte, in den Winkel geknallt. Und deswegen wird's auch jetzt klappen. Schauen wir mal, jetzt nimmt er nochmal richtig Maß, aber das Ganze, ja, sind 28 Meter und 34 Zentimeter, so zeigt es unser Scanner an. Und dann wollen wir mal schauen, fast zentral, halb links, ein klein bisschen links versetzt. Und jetzt hat der Schiri den Ball noch nicht freigegeben, da gibt es erst noch was zu besprechen hier. Ja, und dann schaut er, jetzt kommt er vorne rein, aber dann erst einmal geklärt auf Mainzer Seite. Nee, da stehen sie erst einmal sicher und vor allen Dingen auch ja, in Überzahl erst einmal hinten drin. Versuchen jetzt umzuschalten auf der rechten Seite, die Mainzer unterwegs und Breitenbach, ja. Naja gut, da gab es vorher zwei Situationen, wo ich gesagt habe, da hätte der Schiedsrichter auf Foul für Schott Mainz entscheiden können. Der Zweikampf jetzt von Jason Breitenbach. Hätte ich jetzt eigentlich eher als normale Regionalliga-Härte verbucht, aber gut. Kann man im Zweifelsfall dann auch irgendwie so entscheiden. Freistoß für Mainz. Ganz, ganz rechte Außenbahn. So Mitte der Offenbacher Hälfte ungefähr. Also noch viele Meter vom Tor entfernt. Wird trotzdem eine Freistoßflanke an die Strafraumkante geben. Ich denke, da wird es den berühmten Spruch 16er Schluss geben jetzt bei der Offenbacher Hintermannschaft. Und der Schiedsrichter, der nimmt es ganz, ganz genau. Jetzt bei der Ausrichtung des Freistoßes. Mit links zum Tor hinein wird er jetzt geschlagen werden. Ich glaube, Silas Schwarz ist es, der den da jetzt hineinbringt. Ronny Marcos hat er erstmal gut mit der Brust abgefangen. Und dann könnte man vielleicht jetzt noch den Angriff rein über die linke Seite. Jetzt kommt nämlich der Pass dort auf Hosiner, der erst einmal jetzt den Ball kontrollieren muss. In der Rückwärtsbewegung abgespielt. Noch einmal auf Ronny Marcos. Jetzt geht es ein bisschen Richtung Zentrum. Und dann ist es Breitenbach, der den Ball auf Tuna Dennis spielt. Jetzt kann er gehen über die Mittellinie hinweg. Halbe rechte Position, rausgelegt auf Andacic. Ja, was war denn das? Das war, kann man noch besser lösen, sagen wir es mal so. Ja, sagen wir es mal so, wenn Tuna Dennis den Laufweg da durchzieht, dann ist das ein toller Pass von Matteo Andacic, aber Tuna Dennis hat den Lauf da in die Spitze nicht gemacht. Ballbesitz Mainz, den aber direkt wieder zu Matteo Andacic zurückspielen und jetzt ist der Pass auf Tuna Dennis dann auch angekommen, ist aber wieder bei Andacic, der auf der rechten Außenbahn unterwegs ist. Die Innenverteidiger viel beteiligt am Aufbauspiel. Jetzt der Ball auf Fosina, Bosic und dann ist die Kugel aber wieder weg. Und jetzt die Mainzer mit Jost Mayrose und dann wird es den Freistoß geben für die Mainzer. Da ist Tuna Dennis etwas über den Freistoß gegangen. Ich weiß nicht, wie Tuna Dennis da jetzt auf die Idee kam, dass er den Freistoß bekommen soll. Natürlich, Freistoß OFC muss er pfeifen. Ja, also nicht mal mit der allerrot-weißesten Brille kommt man auf die Idee. Ich habe ja zwei rot-weiße Brillen auf. Ach so, na ja, gut, dann vielleicht. Gibt jetzt aber Einwurf OFC, glaube ich, oder für die Mainzer? Paul Milde, der beansprucht zumindest das Kügelchen erst einmal für sich. Und so wird es dann hier hinten tief aus der eigenen Hälfte heraus weitergehen. Und jetzt hat er auch eingeworfen Richtung Mittellinie. Bosic verlängert mit dem Kopf. Ja, und dann schickt er dann mit durch den zurückprallenden Ball Hosina. Allerdings zugedeckt und so kommt der Ball zurück. Jetzt muss Jelinski hier ja, das Ding entschärfen und dann geht er ins rechte Seitenhaus. Einwurf, Schott Mainz von der linken Seite hier direkt vor unseren Augen. Rai Okada ist das. Oh, Jost Mayrose lässt da erstmal gut Paul Milde aussteigen. Schönes Kombinationsspiel jetzt von den Mainzern, die sich in zentrale Position jetzt durchkombinieren. Schon an der Strafraumkante, jetzt an der Grundlinie, Ball hineingespielt in den Rückraum. Zum Glück steht da nur Florent Bojai, der jetzt auch tunlichst die Kugel wegmachen sollte im Verbund. Die haben von da hinten, die haben das an aller Coolness geregelt, da hinten mit Ronny Marcos. Oh ja, da war er mit dem Gesicht ganz, ganz tief und der zieht dann durch. Also Bosic kriegt gelb hier und das muss man auch sagen, geht auch in Ordnung. Ja. Da wollte Bosic mit dem hohen Bein zum Ball gehen und dann kam eben ein Mainzer angerannt. Ich meine, es war Jonas Raltschitsch. Keine zwei Meinungen. Und kriegt da das Füßchen von Dejan Bosic gegen den Kopf, muss da jetzt auch behandelt werden. Dejan hat sich da auch sofort entschuldigt, hat die gelbe Karte da auch sofort akzeptiert. In der Mannschaft, die weißen Trikots trägt, herrscht Redebedarf gerade die letzten Minuten. Also ja, das Spiel ist unterbrochen, dann will ich das jetzt doch nochmal ausführen. Also wie gesagt, ich habe für das Saisonende meinen Abschluss hier bekannt gegeben. Das heißt, ich werde als Pressesprecher und auch als Kickers TV Macher und
Kommentator, wie auch immer, ja, den Platz freimachen. Gab ja, ja, gibt ja ein tolles Team und ich denke, da werden einige von weitermachen. Ähnlich sieht es im Medienteam aus und ja, letztlich ist es jetzt nicht mehr in meinem Verantwortungsbereich dann, aber ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Kickers TV, das ist von höchster Führung gesagt worden, ist Kult, muss sein, soll sein und wird auch weitergehen. In welcher Form, das werden wir dann sehen. Soweit erstmal und wie gesagt, danke für die vielen, vielen guten Wünsche und das Ganze ist natürlich zurückzuführen, dann spätestens auch nach meinem Herzinfarkt. War klar, ich muss auch da in diesem Lebensbereich etwas verändern. Jetzt aber erst einmal Richter. Klasse, das Ding runtergepflückt. Und Tony Dennis, der hat den Ball auf dem Schlappen versucht, dann nach vorne zu spielen. Naja, im Kunstrasen ist das manchmal ziemlich schwer, so unter den Ball runterzukommen. Und entsprechend flach kam der Ball dann auch hier direkt zum Gegner. Und so gibt es Einwurf hier auf der linken Seite für Schott Mainz. Ja, das haben sie erstmal gut gelöst, auch wenn es keinen großen Raumgewinn gab, eben gar nicht, im Gegenteil. Aber sie sind zumindest im Ballbesitz und kontrollieren die Kugel jetzt erst einmal und jetzt geht es dann auch über die Mittellinie. Die erste Halbzeit, sie nähert sich dem Ende. Zwei Mannschaften mit im Grunde genommen demselben Spielansatz, Ballgewinn und dann soll es ganz schnell in die Spitze gehen. Allerdings, ich muss es so attestieren, der UFC zwar die bessere Mannschaft, die besseren Chancen, aber so richtig drückend und so richtig zwingend ist das nicht, was der UFC hier anbieten kann gegen Schott Mainz. Oh, da darf man sich natürlich vom Tabellenbild nicht zu sehr trügen lassen. Zwar Tabellenletzte, aber in der Rückrundentabelle, da sind sie im gesicherten Mittelfeld, haben eine sehr gute Rückrunde bisher gespielt, nur 2 Punkte weniger gesammelt als der UFC, 1 Punkt mehr als die Ulmer gesammelt in der Rückrunde bis hierhin. Das zeigt, welche Entwicklung diese Mannschaft genommen hat. Und wir wissen ja auch aus dem Hinspiel, wie eklig die zu bespielen sind. Ja, und speziell hier auf diesem Geläuf ja, sind sie natürlich zu Hause auch richtig stark. Aber jetzt erst einmal der öffnende Pass auf die linke Seite. Hosina versucht ihn zu kontrollieren, nimmt den erst einmal mit auf der linken Seite. Jetzt kommt die Flanke vorne rein. Ah, da kommt zwar Bosic zu Fall und der beschwert sich, aber so richtig in Foul habe ich auch nicht gesehen. Also geht es erst einmal weiter hier und es wird Einwurf geben für den OFC. Wir können es nochmal reinschauen. Ja, wird jetzt aber auch gleich dann den Einwurf geben von Paul Mild. Und es wird einen weiteren Einwurf geben, wahrscheinlich in Richtung von Dejan Bosic, der da gerade an die Hereingabe von Hosina nicht mehr ganz rankam. Jetzt der Einwurf Richtung Bosic, aber fliegt über ihn hinweg. Hussein Bajic vielleicht nochmal den Ball hinein. Andacic jetzt die Flanke in den Strafraum rein, da kullert sie durch. Und die Mainzer dann erstmal geklärt und jetzt könnten sie kontern. Das ist Okada, der andere schnelle Japaner, setzt da den mächtigen Antritt. Und da geht es jetzt auf Sanomiya, der ja auch bärenstark ist. Und jetzt schon in den Strafraum reinzieht, am Gegenspieler vorbei. Der Abschluss abgefälscht, aber dann Richter. Die langen Arme hebt er gegen Himmel und fängt die Kugel. Im Richter findet er seinen Meister. Also, das ist Andacic, beziehungsweise Hussein Bajic. Und jetzt Tony Dennis. Ja. Und dann geht es über Bojai weiter. Und dann kommt der Pass über 35 Meter nach vorne Richtung Hosina. Und da haben sie erst nochmal geklärt, die Mainzer. Dennoch, Bojai. Ja, holt die Kugel zurück. Andacic. Ja, wo soll ich hinspielen? Rechts raus. Da ist Paul Milde. Der hat viel Platz jetzt. Tony Dennis ins Zentrum gespielt. Bosic. Ja, ist natürlich schwer. Die bauen sich natürlich mächtig auf da hinten. Ah, da ist der Platz, genau. Ronny Marcos. Der könnte noch ein bisschen gehen oder auch direkt flanken. Jetzt versucht er bis zur Grundlinie. Nee, hat er nochmal den Haken geschlagen. Dann kommt er flach rein. Allerdings direkt in die Fänge hier der gut gestandenen Mainzer, die jetzt versuchen hier nach vorne einen Akzent zu setzen. Aber da ist schon wieder Schluss mit lustig. Hussein Bajic. Ja, Brujai auf Breitenbach, jetzt vielleicht der letzte Angriff vor der Halbzeitpause, allzu lang dürfte es nicht mehr gehen. Jetzt Breitenbach geht erstmal am ersten Gegenspieler vorbei, am zweiten Gegenspieler vorbei, jetzt schon Richtung Strafraumkante, Jason Breitenbach hineingespielt auf Hosina im Strafraum, schon jetzt mit ganz vielen Gegenspielern und dann ja mit dem Pass ins Nichts. Und dann jetzt der Halbzeitpfiff, 0:0 steht's nach relativ höhepunktarmen 45 Minuten. Ich glaube, das Ergebnis ist nicht ganz unverdient. Die Mainzer, sie bereiten uns Kopfzerbrechen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Halbzeit und zeigen euch auch mal die tollen Partner auch des TSV Schott Mainz. Tor für den TSV Schott Mainz!
Zu einem guten Fußballspiel gehören tolle Spielszenen und vor allem Tore. Zu einer guten Krankenversicherung gehören umfangreiche Leistungen. Das bietet Ihnen die BKK Linde. Sportlich aktiv, bestens krankenversichert. BKK Linde, die gute Wahl. Erstmal vielen Dank an Nike und Outfitter für die geile Kabine, die ist echt geil geworden. Wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, wenn man die Möglichkeit hat, da zu unterstützen und zu helfen. Und nicht umsonst heißt es ja immer, zusammen schaffen wir es, und das gilt auch in der Zeit. Die Bluters Vermögensverwaltung gibt es seit 26 Jahren. Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter und betreuen das Geld unserer Kunden, verwalten es am Aktienmarkt und bieten unabhängige Finanzierungen an. Ich bin schon so lange hier, da war ich irgendwie so schon mit dem Opa hier oben gewesen, als kleiner Junge. Und ja gut, man kann sein Fußballherz nur einmal verschenken, das ist immer beim OFC geblieben. Und deswegen bin ich so oft es geht hier oben. Das ist der Ausgleich. Unterstütze deinen Verein. Mach's mit der MV24 Versicherungs-App. Trage als Fan oder Mitglied von Kickers Offenbach deine Versicherungsverträge in der MV24-App ein. So siehst du, mit welchen Tarifen du bares Geld sparen kannst, und hast deine Versicherungen jederzeit und überall im Blick. Mit dem gesparten Geld kannst du zum Beispiel deinen Verein öfter bei den Spielen unterstützen oder Fanartikel kaufen oder. Von der günstigeren Prämie profitierst nicht nur du, sondern auch dein Verein. Denn alle Erlöse aus dieser Kooperation kommen Kickers Offenbach zugute. Und so funktioniert's. Anmelden, deine Verträge eintragen und ein gratis Shirt von Kickers Offenbach erhalten. Schon hast du den Überblick und eine echte Gewinnersituation für dich und deinen Verein. Jetzt mitmachen mit MV24 und dem OFC. Weitere Informationen findest du online.
So ihr Lieben, gleich geht's weiter hier in Halbzeit Nummer 2 auf der Bezirkssportanlage Mombach. 0:0 steht's. Der OFC, die bessere Mannschaft, hatte schon einige Chancen. Aber so recht wollte das Ding nicht rein. Deswegen muss es eben jetzt sein. Haben wir auch noch gar nicht gesagt, dass wir empfänglich wären für so ein Türchen. Das stimmt. Also der Fehler liegt wieder nur bei uns. So ist es. Also, die schützende Hand, die haben wir jetzt auf die Jungs gehalten im Durchgang 1. Jetzt, da unsere Empfänglichkeit ausgesprochen ist, jetzt müssen es die Kerle da in den weißen Trikots, weiße Stutzen, weiße Hosen richten. Ein erster Durchgang, Lars hat schon gesagt, den der OFC dominiert hat, aber nicht wirklich viel daraus gewinnen konnte. 2-3 gute Chancen gab es, insbesondere für Hosina. Aber der Abschluss, einmal mehr die Krux. Einmal mehr Chancen nicht genutzt und der OFC, er wird doppelt wechseln für den Durchgang 2. Matthias Fetsch wird reinkommen, hat Lars gerade eben noch mit einem Kollegen vom HR gescherzt, dass sie den ja interviewen können im Anschluss an das Spiel, weil Matthias Fetsch ja gleich einen Doppelpack machen würde. Lars, jetzt ist er zumindest schon mal eingewechselt. Naja, also bin ich das eher? Ich freue mich, wenn du da recht behältst. Also Matthias Fetsch kommt rein für Dejan Bosic, der hat ordentlich was abbekommen im Durchgang 1. Ich hoffe, dass es jetzt nicht verletzungsbedingt der Wechsel ist, sondern rein taktisch. Und Ozarenren Okungbova ist reingekommen für Mateo Andacic, wird sich da in der Innenverteidigung einreihen. Also das ist schon eine Ansage, wenn du da deine Dreierkette erstmal veränderst. Okungbo war sehr körperlicher Spieler, aber auch durchaus spielstark. Vielleicht kann es hier weitergehen. Dann wird es Anstoß geben für den OFC. Und jetzt geht's los. Also Hosen Basic, Breitenbach und wieder Hosen Basic. Dann geht's hier auf die Halblinke. Ozarenren Okungbova. Zelenetski, vorhin lag er mal am Boden, aber er kann weiterspielen, der Capitano. Und dann ja, kommt der OFC. Jetzt hier geht's über die linke Seite weiter. Ronny Marcos, vielleicht direkt flanken, das hat er auch versucht. Und Ecke wird es geben von der linken Seite für den OFC. Und wer weiß, vielleicht klingelt es jetzt schon, da stehen sie alle vorne, die langen Kerls. Bojai und Fetsch, der hat sich ein bisschen da hinten reingestohlen. Und jetzt haben wir die Zuschauerzahl, oder genau, was? Genau, 1521 hat der Stadionsprecher gerade durchgegeben, natürlich. Die Mehrheit aus Offenbach. Jetzt zweite Eckball des Spiels, so ich richtig gezählt habe. Tunay Dennis mit rechts zum Tor hin, aber gibt gerade noch eine kleine Unterbrechung, weil da ein Mainzer Spieler am Boden kniet. Da wehgetan. Kann aber wohl weiterspielen. Bekommt noch einen Schulterklopfer vom Schiedsrichter. Also, Kaspar, eben hast du es noch gesagt. Sind wir jetzt empfänglich oder sind wir nicht empfänglich? Wir sind empfänglich. Wir sind empfänglich und Tuna Dennis, der bringt den Ball jetzt rein auf den ersten Pfosten. Da ist ein Mainzer dazwischen. Da gibt es eine Neut-Ecke für die Kickers. Also, der Ball bleibt heiß. Tuna Dennis. Ja. Wenig Anlauf, 3-4 Schritte, dann kommt er wieder auf den ersten Pfosten. Ja, das kann man besser machen. Und dann, ja, das kann man auch besser machen. Field Goal, das war ein Field Goal tatsächlich. Field Goal, tatsächlich. Hier ist ja wirklich so ein Field Goal hinten aufgebaut. Ich glaube, der hat genau da durchgeschossen. Ich weiß nicht, warum Tuna Dennis gerade heute damit anfängt, die Ecken halb hoch auf den ersten Pfosten zu treten. Die sogenannte Knut-Hahn-Ecke. Für die Älteren unter euch, die wissen, was gemeint ist. Für die Jüngeren unter euch, die Lars-Kissner-Lieblingsecke. Der Lars kann sich da immer königlich drüber aufregen, warum man die Ecken denn gerade dahin spielt. Ich habe es nie verstanden, wie eine Ecke überhaupt, wie überhaupt irgendjemand auf die Idee kommen könnte, dass eine kurz halb hoch geschossene Ecke gefährlich werden könnte. Also ich kann das nicht kapieren. Das verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie oft ich dem Lars schon gesagt habe, dass irgendwann mal so ein Ding reinfallen wird. Aber ich warte jetzt auch schon seit 5 Jahren drauf. Deswegen auch ich fange an dieser Eckballvariante zu zweifeln. Aber gut, wir sind dennoch guten Mutes, denn ich gehe nicht ab. Ich will unbedingt das Double in diesem Jahr noch erleben. Und den Hessen-Pokal, den wollen wir ja am Mittwoch schon mal einen Schritt näher kommen. Live beim Kickers TV, frei empfangbar über YouTube. Oh, das Ganze aus Fernwald. Jetzt kommen aber erst einmal hier die Mainzer, mit denen haben wir uns erstmal auseinanderzusetzen. Das ist das Hier und Jetzt. Und Matthias Fetsch. Ja, klasse, lässt er das Ding laufen über Ronny Marcos. Oi, da hat er ihn mitgenommen. Ja, da hat er das Bein stehen lassen. Ronny Marcos fällt dort hinten auf das Steißbein. Ja, können wir noch mal. Also Ronny Marcos bleibt da stehen und der Gegenspieler, der nimmt das Standbein im Grunde genommen mit zur Grundlinie. Also schleift den Ronny da mit seinem Standbein einfach nochmal 2 Meter weiter. Eindeutiger Freistoß.
Da darf sich der Sportkamerad mit der Nummer 29, Leon Kern, auch glücklich schätzen, da nicht die gelbe Karte für gesehen zu haben. Jetzt Freistoß, Tunay Dennis. Und da hat er die Hand gehoben, jetzt kommt er vorne reingeflogen. Aber ja, also wirklich, direkt auf die Strafraumgrenze. Nee, das... Naja, also weiter geht's. Und der Ball ist im Seitenaus. Einwurf wird's geben für den OFC. Ronny Marcos noch tief in der eigenen Hälfte. Zurückgeworfen auf David Richter, unserem Schlussmann. Ganz in Froschgrün gehalten. Und Hossein Basic rechts rausgelegt. Tunay Dennis, ja, jetzt über die rechte Seite geht's. Paul Milde, die Flanke vorne rein. Kommt da Boja noch ran? Das ist jetzt die Frage. Gut abgeschirmt jetzt auf Mainzer Seite. Und dann ist der Ball im Seitenaus. Ja, also gerade eben gute Kombination da über die rechte Außenbahn. Hossein Basic hatte dann Paul Milde auf die Reise geschickt. Und dann die Flanke auf den zweiten Pfosten. Der war aber nicht so wirklich besetzt. Boja kam dann noch angelaufen. Die Mainzer haben das aber gut geklärt bekommen. Die jetzt Einwurf haben aus der Rechtsverteidigerposition heraus. Okungbowa gewinnt da erstmal gut den Zweikampf und holt den Ball für den OFC zurück. Hossein Basic auf Jason Breitenbach und jetzt über rechts soll dann der Angriff gefahren werden. Noch ein bisschen gehen, warum denn nicht? Solange keiner angreift, würde ich gehen. Also jetzt kommt er erneut in Ballbesitz. Der Ball sprang zurück und da ist er wieder, Breitenbach hier. Guck mal an, du zieht den Ball an wie ein Magnet und dann ist er aber erst einmal weg. In Mainzer versuchen es jetzt hier durchs Mittelfeld. Halblinke Verbindung, ganz links rausgelegt. Ja, jetzt kommt der Pass auf der Richtung Strafraum. Aber die Offenbacher... Oh, schlecht gemacht von Jelinjewski. Nein, und Richter ist da. Donnerschlag, das war die Riesenchance jetzt für Schott Mainz. Eieiei, da haben Sarah Kiri gespielt, da hinten im eigenen Strafraum. Das kennt man so gar nicht von Jelinjewski. Ja, um zu schildern, Jelinjewski... Auf der rechten Verteidigerposition schirmt er den Ball gut ab und spielt dann blind in den eigenen Rücken ins Zentrum in Richtung David Richter. Aber da steht eben ganz genau ein Stürmer, Etienne Portmann, der Mainzer. Alle komplett fassungslos. Sogar Portmann hat 2 Sekunden gebraucht, um zu realisieren, was da jetzt eigentlich los ist. Dass er auf einmal frei vorm Offenbacher Tor steht. Und David Richter fährt da sein linkes Bein aus und gerade noch so kommt er ran an die Kugel. Beste Chance des Spiels. Für Schott Mainz, man muss es so klar sagen. Ja, und gerade in der zweiten Halbzeit war das überhaupt der Aufreger bis jetzt. Aber der OFC ist im Ballbesitz. Und Jelinjewski, da ist er wieder. Ja, was denn? Ja, auf Tunay Dennis erst einmal gespielt, der verteilt dann. Ja. Fetsch hat den Ball verloren, da kommen die Mainzer jetzt über die linke Seite, jetzt Richtung Strafraum, in den Strafraum rein, aber dann, erst einmal geklärt auf offenbarer Seite. Da hinten ist Osarenren Okongbowa mit dem Pass hier auf Hosina. Ja, von seinem Gegenspieler den Ball erstmal abgeluchst bekommen, Einwurf OFC, Ronny Marcos. Wird einen Wechsel geben jetzt auf Mainzer Seite. Trainer Sascha Meth, ich habe mir sagen lassen, zum Saisonende hört er hier auf. Ist hier irgendwo mit Ministeriumsaufgaben in Mainz betraut und wird zum Saisonende hin aufhören. Hat hier lange Jahre gearbeitet, seit 2016 Trainer hier Sascha Meth. Und jetzt nimmt er Rei Okada runter. Und müssen wir mal schauen, wer dafür reinkommt. Ach nein, Sho Sanomiya geht wohl raus. Also der Japaner, der uns so ganz großes Kopfzerbrechen bereitet hat. Also so lange an dem Namen geübt, ne? Und ja. Dann geht er jetzt raus. Das ist doch nicht gerecht. Naja, gut. Ich meine, der hat schon mehr als genug Unruhe da gestiftet. Ich warte noch auf den Kollegen, bis ich seine Rückennummer sehe, ehe ich euch da vermelden kann, wer da jetzt reingekommen ist für. Jetzt aber erstmal so ein bisschen hin und her geprotze. Fetsch, da ist er. Ja, im Zentrum, da ist ein bisschen Platz. Ja, Tunay Dennis lässt den Ball erst einmal laufen auf Paul Milde. Da kommt er wieder in Ballbesitz. Tunay Dennis, jetzt kommt die Flanke vorne rein. Nee, verzogen, aber Ecke wird es geben für den OFC von der rechten Seite. Und ja, da haben sie jetzt mal was verändert. Das heißt, Paul Milde soll die Ecke treten von der rechten Seite. Das ist mir sehr recht, jetzt gerade. Ja, wenn der jetzt natürlich auch kurz und halb hochkommt. Nee, glaube ich nicht. Also schauen wir mal, jetzt läuft er an, da kommt er. Das ist für mich eine Ecke, dort vorne auf den Elfmeterpunkt. Fetsch rechts vorbei, na also. Ja, das ist doch mal, wenn man eine Ecke nämlich auch über den ersten Mann hinausbringt, dann kann die auch mal gefährlich werden. Matthias Fetsch mit dem Kopfball knapp am rechten Pfosten vorbei.
beste Chance des OFCs im zweiten Durchgang. Ich kann jetzt durchgeben. Reingekommen für Sanu Mia ist Christian Hahn. Ist auch so ein Offensivmann, auch seit 2019 hier. Zwei Tore hat er gemacht in der laufenden Saison. Möge heute bitte kein weiteres dazukommen. So, und ich will mich erstmal bedanken heute beim Spieltagspräsentator. Das ist Plutos Vermögensverwaltung. Ja, der Kai mit seinem tollen Team. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und jetzt wären wir natürlich doppelt froh, wenn das Ganze dann auch mit einem Dreier endet. Aber jetzt müssen wir erstmal aufpassen, denn die Mainzer, die versuchen den Ball zu kontrollieren. Es bleibt beim Versuch. Einwurf jetzt geben für den OFC. Ja, Fetsch schön mitgenommen. Hosina wird gescheckt auf der rechten Seite. Ja, abseits hat er gewunken. Könnte richtig gewesen sein. Ja, Lars, aber du hast mir die letzten zwei Spiele so sehr an den Ohren gezogen, wo ich mal Abseitsposition von Offenbacher Spielern gesehen habe. Offenbacher steht nicht im Abseits. Eben. Ja, aber es hat sich jetzt schon so ein paar Mal gehäuft. Matthias Fetsch, immer wieder mit guten Aktionen, macht er immer wieder gut den Ball fest, legt er auch gut ab, hat sich hier gut eingeführt. Also, der Rotschopf mit einer guten Leistung, seit er hier Durchgang 2 für Dejan Bosic eingewechselt wurde. Langer Schlag, jetzt das Mainzer Schlussmanns. Zielinski gewinnt da das Kopfballduell in gewohnter Manier. Und jetzt der lange Ball Richtung Hosina. Da muss jetzt Jonas Weyand, der Keeper der Mainzer, rauskommen. Und da erstmal klären, hat er gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ballbesitz ist auch für Schott Mainz, die ihrerseits mit dem langen Ball es versuchen. Da ist aber erstmal Breitenbach, der da rausklären kann. Aber Ball bleibt in den Mainzer rein. Aber Ronny ja, schön dazwischen von Ronny Marcos und Matthias Fetsch im Doppelpass. Jetzt wieder Ronny Marcos auf der linken Seite, kriegt er noch vor der Auslinie. Ja, und dann hat er ausgewunken und ja, entsprechend geahndet. Also wir haben den auf der Linie gesehen, oder? Ja, wenn ihr ihn auf der Linie gesehen habt, dann vertraue ich da eurem Urteil mehr als meinem eigenen. Hier, guck mal, hier hast du die rot-weiße Brille, zieh sie mal auf. Ja, ja. Siehst es. Also, weiter geht's. Schott Mainz. On the ball, gepresst von Bojai. Einwurf erneut für die Rheinland-Pfälzer. Und die Offenbacher Fans, die singen dort hinten. Hurra, hurra. Oh, das muss doch nicht sein. Die Kickers, die sind da. Und es gibt Freischuss für den OFC. Kurz hinter der Mittellinie. Und Ronny Marcos jetzt auf Fetsch gespielt. Bojai. Ah. Ja, er dreht sich auf der Linie und dann ist er aus. Einwurf. 10 Yards Raumgewinn OFC. Ja. Sorgt jetzt für ein bisschen Grinsen hier um uns herum. Hinter uns sitzt da ein Kollege, der die Schott Mainzer anfeuert. Aber seit Capo hier. Seit 60 Minuten mit ein und demselben Satz im Abstand von 2,5 Minuten. Auf geht's, ihr Schwarze. Kämpfe. Das auf geht's, ihr Schwarze, kämpfe. Meint damit die Mainzer, die heute ganz in Schwarz spielen. Ja, er hat genau einen Satz, um die Mainzer anzufeuern, aber er macht's mit großer Leidenschaft. Jetzt Okungbova, kann er den Ball erstmal zurückholen. Er gibt Einwurf für Mainz. Ärgerlich. Jetzt sind zwei Bälle im Spiel. Weiß nicht, ob das so bleiben soll mit zwei Bällen. Ist die Wahrscheinlichkeit für ein Tor vielleicht ein bisschen höher? Ja. Wobei auch mit zwei Bällen wird sich der OFC jetzt erstmal schwer tun. Ist heute ganz, ganz mühselig. Da musst du jetzt irgendwie durch, irgendwie diese eine Bude machen. Ich habe es ja schon gesagt, ich persönlich erwarte ein zähes Ringen und genau das ist es gerade. Es kann beides noch werden. Ich habe ja gesagt, wir gewinnen mit zwei Toren. Und es kann ja auch müßig werden und noch ein, zwei Tore Sieg. Aber es ist ein weiter Weg bis dahin. Der OFC aber wieder im Vorwärtsgang. Jetzt hier über die rechte Seite ins Zentrum. Schön reingespielt. Ah, dann wird Tonai Dennis dort der Ball weggehauen. Aber mit Matthias Fetsch ist der OFC um einiges kombinationssicherer geworden. Da bleiben jetzt doch deutlich mehr Bälle bei der schnellen Ballzirkulation in den Reihen der Weißen. Jetzt Einwurf, Paul Milde wird ihn weit werfen Richtung Matthias Fetsch. Kann er da vielleicht mit dem Kopf irgendwie verlängern? Nein, erstmal rausgeköpft, aber noch nicht ganz geklärt. Gewühle noch im Strafraum, jetzt rausgeschlagen die Kugel. Zielinski bringt ihn aber gleich wieder reinbringen. Rechts raus auf Paul Milde, jetzt auf Hussein Basic. Der wieder rechts raus auf Milde, die beiden zusammenspielen. Milde jetzt zieht er so ein bisschen rein, aber noch weit weg vom Tor. Zentrale Position, jetzt Bojai wird ihn ganz nach links spielen auf Osarenren Okungbova. Und jetzt auf Ronny Marcos, einmal in Handballmanier um den Strafraum herum gespielt. Hosina auf der linken Außenbahn, dann jetzt wieder auf Okungbova. Jetzt wird es ein Handballspiel gerade. Bojai, jetzt links draußen unterwegs, jetzt wieder ins Zentrum, zurück auf Hussein Basic und jetzt geht's wieder rechts rum. Ja, alles vorm Kreis und jetzt Tonai Dennis.
Naja, da will er gefoult worden sein. Da muss er schnell aufstehen, denn jetzt sind die Schwarzen unterwegs. 3 gegen 3. Aufpassen. Und ja, Breitenbach geht erstmal dazwischen. Dennoch bleibt der Ball in den Reihen der Schwarzen. Und dann ist es. Ja, hat er vorher gepfiffen. Es wird Freistoß geben für den OFC. Schnell ausgeführt. Noch in der eigenen Hälfte. Okungboba. Zelenjetski. Und Paul Milde auf der rechten Seite. Das ist Matthias Fetsch. Ja, schön in der Mitte Hosiner gesehen. Allerdings kann er den Ball nicht richtig mitnehmen. Und so sind die Mainzer im Vorwärtsgang. Schön dazwischen gegangen von Okungboba. Boyai, ja, versucht es jetzt mal mit dem Heber. Dann immer noch Boyai, zieht jetzt ein bisschen rein auf der linken Seite. Jetzt muss die Flanke kommen, vorne rein, flach reingeschlagen allerdings von Ronny Marcos. Und hier liegt immer noch ein Mainzer. Müsste mal ins Ausgespielt werden. Ja, der OFC versucht es jetzt nochmal. Da kommt die Flanke vorne rein, Fett steht dort. Nachschussmöglichkeit und da ist er drin. 1:0, Hosiner macht das Tor. Hosi macht das Tor. Philipp Hosiner mit seinem ersten Treffer für den OFC. Er hätte es kaum besser timen können. Im Strafraum ist da ein bisschen Gewühl. Matthias Fetsch verpasst da noch. Und dann springt der Hosiner vor die Füße. Der fackelt nicht lange. Links unten ist es eingeschlagen. Die Mainzer, sie fühlen sich ein bisschen betrogen. Und ich kann es ihnen nicht ganz übel nehmen. Denn als der OFC über links seinen Angriff fuhr und Boyai schoss da einen Gegenspieler ab, der da am Boden liegen blieb. Und über 40 Sekunden lief das Spiel weiter, obwohl dieser Spieler verletzt am Boden liegen blieb. Aber es ist inzwischen eben der Schiedsrichter, der das Spiel unterbinden muss und nicht die Fußballmannschaften selber. Dementsprechend ist der Treffer regulär, der OFC führt 1:0. Sowohl das Kickersvolk als auch ganz Österreich feiert in Rot-Weiß, denn Hosiner, der hat getroffen. Und jetzt ist hier eitel Sonnenschein angesagt in Mainz-Mombach. Der OFC endlich liegt da vorne. Ja, da haben wir die Szene noch einmal von vorhin. Ja, ja, war natürlich jetzt für die schon ein bisschen blöd, weil der da lag, ne? Aber ja. Ja, ich kann den Mainzer Unmut absolut verstehen, 100%ig. Und jeden, der es mit den Mainzer hält, die sind jetzt natürlich mächtig frustriert. Sascha Meth, der Trainer der Mainzer, auch gerade eine gelbe Karte bekommen. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, mir ist das sowas von egal. Wir haben dieses Tor so bitter notwendig gebraucht. Und jetzt ist es gefallen und ich bin mir sicher, das wird auch dem Hosiner sehr gut tun. Wir wissen ja, was das für ein fantastischer Stürmer ist. Und vielleicht ist da jetzt bei ihm ein Knoten geplatzt. Und das Ganze präsentiert von Plutos Vermögensverwaltung. Und so kann, so darf, so soll es weitergehen. Jetzt die Mainzer, natürlich mit Wut im Bauch, versuchen es jetzt über die linke Seite, Foulspiel gepfiffen. Also Freistoß wird kommen aufs Offenbacher Tor zu. Und das sind 28, 29 Meter diagonal zum Tor. Und ja, so eine richtige Mauer auf Offenbacher Seite will sich nicht stellen. Und dann ja, läuft der Schiri hier nochmal Richtung Strafraum, hat jetzt den Ball freigegeben. Dann kommt er vorne reingeschlagen. Aufpassen! Akrobatisch erstmal hochgestiegen, aber gefährliches Spiel gepfiffen. Und so wird es Abstoß geben, beziehungsweise Freistoß hier vom Offenbacher Tor. David Richter. So, also, jetzt erstmal Ruhe reinbringen. Jetzt werden die Mainzer natürlich aufmachen müssen. Es wird etwas mehr Räume geben. Und im Grunde genommen, es ist 1:1 dasselbe Spiel, was die Schotter in Elversberg erlebt haben. Lange die Null gehalten, lange unangenehmer Gegner gewesen, dann irgendwann geknackt worden. Und Elversberg hat dann irgendwann mit einem Konter das 2:0 gesetzt. Also das könnte ein Drehbuch sein, das ich heute wieder. Ich verrate ja nicht, dass du in der Halbzeit gesagt hast, das Spiel läuft so wie das Hinspiel. Und ich verrate auch nicht, dass ich gesagt habe, nur dass wir heute das Tor machen. Das verrate ich alles nicht, wenn wir sind ja unter uns, wir beide. Das finde ich nett, dass du mich da so aus der Schusslinie nimmst. Ja, so bin ich halt. Während wir das alles erzählen, Abseitsposition eines Mainzers, deswegen Freistoß OFC in der eigenen Defensivkette, Jason Breitenbach. Steht er jetzt, spielt Tunay Dennis an. Und der Shadow spielt dahin, vielleicht der lange Crossball Richtung Hosiner. Der zeigt schon an, spiele doch bitte links raus in den Lauf. Tunay Dennis entscheidet sich aber erstmal dagegen, spielt zurück zu seinem Abwehrchef, zu Sebastian Zelenjetski. Und dann geht's auf den in der Halbzeitpause gekommenen Osarenren Okungbova, der auf Zelenjetski macht. Kein Mist, Zelenjetski, der verliert da um ein Haar den Ball. Richter muss da Kopf und Kragen riskieren und den Ball da rausschlagen.
Ah, Sebastian Zieliński. In allen Spielen hat er bisher voll abgeliefert. Heute hat sich der ein oder andere Fehlerteufel eingeschlichen bei ihm. Wer will es ihm verdenken? Der hat so viele bärenstarke Spiele gemacht für den OFC. Übrigens, du kannst gerne nachher, wenn du Interviews machst, den Hossi nochmal fragen. Ich habe ihm in der Woche gesagt, in Mainz machst du dein Tor. Ja, wenn der Lars Kissner das sagt, dann wird es halt auch so kommen. Allerdings das Tor von Matthias Hetsch, das du dem Mann vom HR versprochen hast. Die kommen doch jetzt noch. Ja, das muss jetzt noch kommen. Aber da mache ich mir keine Sorgen, wenn Lars Kissner das sagt. Spielaufbau, während wir das alles erzählen. OFC, der ist jetzt natürlich etwas ruhiger angehen lässt. Klar, da kannst du den Ball erstmal in den eigenen reinlaufen lassen. Der OFC weiß, jetzt kann man die Mainzer tatsächlich auch mal ein bisschen locken, wenn man sich den Ball hin und her zuschiebt. Jetzt werden sie ein bisschen hochschieben, genau das tun sie jetzt. Und dann wird sich in der letzten Linie zwangsläufig werden sich die Räume ergeben. Das ist ja ganz klar. Jason Breitenbach jetzt auf der rechten Außenbahn mit dem Ball die Linie runter, wird aber abgefälscht und so gibt es Einwurf OFC. Ja, fast an der Mittellinie, Paul Milde rechts außen. Tuna Dennis wird da umgehauen. Eieiei, das muss doch auch nicht sein in der Härte. Die Pfeife bleibt da allerdings stumm. Allerdings, nachdem der Schiedsrichter gerade eben so lange hat weiterlaufen lassen, bis der OFC das Tor geschossen hat. Also, dann sind wir jetzt in der wievielten Minute. Schauen wir mal rein. Warte mal, wir sind nicht live. Also, da gucken wir gleich mal. Ich kann es hier schlecht erkennen auf dem Monitor. 65. Minute, 1-0 für der OFC. Hosen hat getroffen und jetzt ist der OFC schon wieder im Vorwärtsgang. Ja, und der Ball, der geht ins Seitenaus. Einwurf wird es geben für unsere Kickers. Und das ist Paul Milde. Der hat jetzt die Tatanbahn als Anlauffläche. Ja. Der geht fast bis in die Mainzer Innenstadt, nimmt er da Anlauf. Jetzt reingeworfen in den Strafraum auf den ersten Pfosten. Gewühl, da geht ein Mainzer zu Boden. Ich glaube, Tuna Dennis hatte ihn da niedergerungen. Offensivfoul. Schade. Aber so ich das sehe, nicht ganz die falsche Entscheidung von Schiedsrichter Lars Erbst. Und ja, ich habe vorhin angesprochen. Der nimmt mal Mühe. Ah, jetzt die Möglichkeit, Ronny Marcos mit der Flanke vorne rein und Fetsch, die Riesenchance, Donnerschlag. Das war jetzt eine Riesenchance für den OFC fürs 2-0. Und da müssen wir noch mal reinschauen, präsentiert von Plutos Vermögensverwaltung. Eieiei, klasse gemacht. Und dann, ja, fehlte nicht viel und dann stieg der Ball immer höher, immer höher. Eieiei, das war nah dran. Ja, sollte Matthias Fetsch doch mal bitte einer mitteilen, dass wir hier nicht aufs Field Goal, sondern auf das Tor da drunter spielen. Da haben wir jetzt das zweite Mal reingetroffen, in dieses gelbe Gestänge. So, Grüße gehen ins Martins Pub. Da sitzen sie zu Tausenden und schauen natürlich Kickers TV, was denn eigentlich sonst die rot-weißen Buben. Also, zappte mal einer an, ich komme nachher mal vorbei. Schauen wir mal. Also, weiter geht's jetzt mit dem Abstoß. Ich kann vermelden, der TSV Schott Mainz hat erneut gewechselt. Can Hüseyin Bakirsu ist rausgegangen und für ihn reingekommen in die Partie ist Birkan Celik, ebenfalls ein 19-jähriger Jungspund, Jugend Mainz 05. Und das ist so der Edeljoker bei den Schottern hier. 20 Mal in dieser Saison ist er bereits eingewechselt worden. 2 Tore, 2 Assists für die Startelf, reicht es irgendwie selten, aber jedes Mal ihn kurz vor Schluss reinschmeißen, das macht Sascha Metz sehr gerne. Okungbowa im Besitz des Spielgerätes, jetzt Sebastian Zieliński, der OFC in der eigenen Hälfte baut das Spiel auf, rechts raus jetzt auf Jason Breitenbach, dann auf Matthias Fetsch, Missverständnis da mit Matthias Fetsch, der war bereits woanders hin unterwegs, jetzt die Chance aufs Umschaltspiel für die Mainzer, Jason Breitenbach erstmal dazwischen, Tuna Dennis auch, hat er gut gemacht, erstmal rausgeklärt und Tuna Dennis köpft den Ball dann jetzt auch erstmal ins Seiten aus, Einwurf Mainz 05 von der linken Außenbahn aus, eingeworfen schon, jetzt versuchen sie sich da durchzukombinieren auf der linken Außenbahn, machen sie auch gut, jetzt schon an der Grundlinie, viel Platz hat sich der OFC ganz schön ausspielen lassen, jetzt dann vielleicht die Flankengelegenheit, aber dann hat's... Jetzt hat er sich erstmal einen Knoten in die eigene Beine gefummelt und dann ist der OFC im Ballbesitz, also wunderbar, jetzt über die rechte Seite, Fetsch geschickt, feiner wäre mit der Stiefelspitze noch dran gewesen, der Ball geht ins Seiten aus. Einwurf Kickers vor Sretos Augen, schnell eingeworfen, aber der kam nicht richtig präzise zu Matthias Fetsch, dem designierten Torschützen. Ja, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass Lukas Hermes noch eingewechselt wird. Dann haben wir das perfekte Kontersturmduo vom Heimspiel letzte Woche wieder beisammen, Fetsch und Hermes. Das hat ja prächtig vor... Oh, das ist die Möglichkeit, da ein bisschen weit auf Vorsehner gespielt. Den Torschützen. Ah.
Und jetzt hier der Ball permanent in der Luft. Oh ja, da kommt Tuna Dennis zu Fall. Laute Schreie. Hören wir bis hier. Und Fetschi, der kümmert sich jetzt um ihn. Können wir nochmal reingucken? Okay, in die Szene. Kannst du sehen? Ja, so ein bisschen was sehe ich. Undeutlich. Okay. Naja, es wird weitergehen. Steht schon wieder. Freischuss OFC. Direkt hinter der Mittellinie. Zieliński. Und Breitenbach. Dann kommt der Pass vorne rein. Rosina mit dem Kopf erst einmal zurückgespielt. Boah. Oh, mit ausgestrecktem Bein geht er da rein. Ja, ja. Da darf man auch mal gelb ziehen. Und das macht er jetzt auch, als ob er mich gehört hätte, oder? Nee, nee. Freistoßspray. Freistoßspray. Okay. Und ein Klaps für Hose, für Milde. Also Freistoßspray muss er nicht wirklich, weil es ja genau auf dieser gelben Linie ist. Aber gut. Doppelt hält besser, denkt sich der Schiri. Und jetzt wird der Freistoß kommen. Das Ganze noch 34 Meter. Halbrechte Verbindung und Tuna Dennis. Jetzt schlägt er das Ding vorne rein. Mit der Hacke erstmal nach oben gespielt. Immer noch. Nee, dann haben sie die Situation bereinigt. Die Schottmainzer. Und Tuna Dennis versucht es noch einmal. Aber der ist zu weit. Den hätte nur einer bekommen können mit seiner Geschwindigkeit. Ja, 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 Lars. Aber du hörst ja zum Ende der Saison hinauf. Das gilt dann auch für den Kader, oder? Ja, das muss ich mir nur überlegen. Also vielleicht war das ja auch der Grund dafür, dass ich da mich voll... Du auf deine rein sportliche Karriere konzentrieren. So ist es. Ja, ja. Abschuss vom Mainzer Schlussmann. Jetzt weit nach vorne geschlagen. Breitenbach steigt da erstmal hoch, gewinnt das Kopfballduell. Und Okungbowa holt den Ball dann für den OFC. Matthias Fetsch. Ja, dann rechts ins Seitenhaus gelegt. Da steht halt niemand. Da steht nur Sascha Miet, der Trainer der Mainzer. Auch der hört ja zum Saisonende hinauf. Dann gibt es Einwurf. Schott Mainz, nach wie vor führt der OFC mit 1:0 nach dem ersten Ligatreffer von Hosina. Und jetzt, ja, Schott versucht natürlich jetzt Druck zu machen und der OFC, er wird jetzt die Räume bekommen. Aber der Konter, der war jetzt schlecht ausgespielt. Boja wollte da links draußen Ronny Marcos schicken. Und jetzt der Keeper, der möchte hier uns abschießen. Schießt den Ball direkt hier auf die Haupttribüne. Gut, habe ich hier Grüße aus dem Kickers-Fan-Museum. Die grüßen alle Kickers-Nasen und bedanken sich für die großartige Unterstützung vor Ort an die Fans, die ja auch das Kickers-Fan-Museum unterstützen. Und jetzt zusammen das Spiel schauen. Wir grüßen dorthin natürlich in den Vorhof des Kickers-Fan-Museums. Grüßen ebenfalls alle Fans. Und appellieren auch nochmal an alle Radiohörer und auch an die TV. Zuschauer, dass man da beim Kickers TV, beim Kickers Fanmuseum einfach auch Unterstützer wird, wenn man es nicht schon ist. 19,01 €, das ist einfach ein Pflichtbeitrag, den sollte jeder möglich machen, denn das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, die die Jungs und Mädels dort leisten. Sie erhalten die OFC-Geschichte und bringen sie hautnah rüber an jeder, der schon OFC-Fan ist und auch alle die, die noch OFC-Fans werden sollen und müssen. Ja, und auch an die Spieler dann immer dementsprechend. Das ist auch nicht so verkehrt, wenn du dann als Spieler weißt, mit was für einer Historie dieser Verein gesegnet ist. Einwurf, OFC, ich glaube, das ist da hinten Paul Milde. Und die würden sich auch wünschen, dass in diesem Jahr zwei Titel dazukommen, nämlich Hessen-Pokal und wer weiß, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann, naja, haben sie da doch hinten geklärt, die Mainzer. Aber der OFC, ja, spielt das jetzt eigentlich recht souverän runter. Und was noch fehlt, wäre jetzt das Deckelchen oben drauf. Macht gleich Hermes, der jetzt gleich eingewechselt werden wird im Konter. Der pfeilschnelle Stürmer, der sich ja hier in Mainz bestens auskennt, bei den 05ern ausgebildet. Aber auf der Bezirkssportanlage so oft war, weiß ich nicht. Oh, wahrscheinlich wirst du da auch mal gespielt haben als 05er gegen Schott. Spielen ja jetzt auch schon ein paar Jährchen hier in der Regionalliga Südwest, der TSV. Und jetzt gibt es aber tatsächlich Eckball für Schott Mainz. Nee, Einwurf, direkt an der Eckfahne. Und dann jetzt an der Grundlinie, da setzen sie sich gut durch, die Flanke in die Mitte rein, da kommt einer angerauscht. Der Ball, ja, geht aber nicht Richtung Tor. Richter muss jetzt ein bisschen aufpassen. Haut das Ding da jetzt in unsere Richtung. In Richtung Haupttribüne. Und aufs Dach würde er jetzt gleich knallen. Ja, nee, doch nicht. Und der Ball ist aber auch schon wieder im Spiel. Geht schon wieder weiter. Und der OFC jetzt vielleicht mit der Chance zum Kontern. Hosina kann den Ball, ja, im zweiten Versuch kriegt er ihn kontrolliert. Aber dann spielt er in die Mainz in die Füße. Und jetzt Schott Mainz. Die ganz in Schwarz spielenden Mainzer. Im Spielaufbau betätigt.
aber mit dem Fehlpass. Tuna Dennis dazwischen hat er aufgepasst, gut gemacht. Und dann verliert er den Ball wieder, hätte er schneller abspielen müssen. Und so die Mainzer jetzt. Okungbo war aber erstmal wieder dazwischen. Oh, Ronny Marcos spielt da relativ scharfen Pass zurück auf David Richter. Der hat die Kugel aber ohne Probleme kontrolliert. Und jetzt weit nach vorne in Richtung Hosina. Aber da ist Silas Schwarz, der den Ball dann wieder wegköpft. Es geht jetzt gerade ein bisschen unkontrolliert hin und her. Der UFC, ja, jetzt kommt die Flanke rein in den Strafraum und ein Mainzer rutscht da knapp vorbei am Ball. Ja, das war eine der besseren Möglichkeiten, ganz klar, für Schott Mainz. Sah zumindest gut aus, schön scharf geschossen, die Flanke von der rechten Seite. Und dann ging er mit dem Kopf da richtig rein. Allerdings musste da Richter nicht wirklich eingreifen. Und so gibt es Abstoß jetzt vom Offenbacher Tor. Und jetzt wird dann auch das Ganze in der 74. Minute. Jetzt wird dann auch der Wechsel vollzogen werden. Ich denke, Hosina, der Torschütze. Der Schütze des goldenen Tores bis hierhin. Geht jetzt runter und Lukas Hermes wird kommen. Der pfeilschnelle Stürmer und Außenbahnspieler. Das hat ja gegen Mainz 05 so fantastisch geklappt. Mit Matthias Fetsch gemeinsam. Da im Sturm. Und heute wird es wieder ähnlich gut klappen. Vielleicht legt der Hermes dem Fetschi wieder einen auf. Vielleicht aber auch andersrum. Ich bin vollkommen empfänglich für beides. Jetzt also. Du weißt doch, wie es wird. Ich hab's doch gesagt, wer das Tor macht. Ja, gut. Vielleicht machen es auch beide, wer weiß. Gerne darf der Hermes dann auch noch einen machen. Ja. Sei ihm gestattet. Jetzt die erste Aktion, der erste Ball in Richtung von Hermes. Fetsch hatte mit dem Kopf verlängert den Abstoß von David Richter. Aber war etwas zu steil und so landet er dann nur in den Armen des Torhüters Jonas Weyand. Fetsch läuft da seinen Gegenspieler jetzt an. Der schlägt ihn dann aber weit nach vorne. Okungbova holt die Kugel zurück. Auf Ronny Marcos gespielt, der verlängert jetzt direkt auf Hermes, da wird er das erste Mal auf die Reise geschickt, aber da kommt er nicht dran. Der Torhüter spielt da gut mit, ist da sehr aufmerksam. Bojai, den zweiten Ball zurückgeholt, aber dann so ein bisschen ins Stolpern geraten. Und so die Mainzer, jetzt über deren linke Offensivbahn, da ist Jason Breitenbach und Jelinecki, die das dann erstmal klären. Jelinecki wird den Ball ins Tor ausgehen lassen, Abstoß vom Tor von David Richter. Wie viel die Minute? Schlussviertelstunde beginnt jetzt und da kann noch was passieren, da soll noch was passieren. Und Richter wird erstmal den Abstoß ausführen vom Offenbacher Tor. Also 15 Minuten noch zu gehen. Advantage Kickers, würde ich sagen. Hermes, ja. Kam er zwar zu Fall, aber muss man nicht pfeifen. Okungbova. Ja, guck er an. Ja, hat er sich da aber gut durchgewurschtelt. Und was hat er denn jetzt? Wo? Der Schiri hatte wohl angezeigt, dass er den Ball Seiten ausspielen sollte wegen einer Verletzungsunterbrechung. Die Verletzung hatte sich schon wieder in Luft aufgelöst. Sogenannte Wunderheilung auf Seiten der Mainzer. Und so ist der Ball dann wieder in den Reihen der Offenbacher. Dennis Husin-Bajic, zentrale Position. Und dann geht der Ball in die Spitze Richtung Hermes. Mainzer haben da erstmal aufgepasst. Tuna Dennis holt den zweiten Ball und verliert ihn aber auch direkt wieder. Und jetzt die Mainzer vielleicht mal mit der Umschalte. Ja, kommen übers Mittelfeld. Schon in der offenbaren Hälfte, aber gut dazwischen gegangen von Ronny Marcos. Und in der Rückwärtsbewegung Husin-Bajic. Jetzt läuft das Kügelchen über die rechte Seite. Ja. Und der UFC versucht sie übers Zentrum, links rausgelegt. Ja, fast wäre angekommen bei Ronny Marcos, aber im Nachsetzen kommt er da noch ran. Fragezeichen, naja, Freistoß. Naja, soll Marcos ihn getackelt haben? Ganz so schlimm war es dann doch nicht, aber wie auch immer. Also ich finde, da sind beide zu gleichen Teilen in diesen Zweikampf reingegangen. Der Mainzer ist dann halt zu Boden gegangen. Muss man jetzt nicht auf Freistoß entscheiden. Aber Ronny Marcos entschuldigt sich und dann geht's auch gleich weiter. Also der Mainzer, der Schott Mainzer Ultra markiert sich doch jetzt sehr deutlich über die Schiedsrichterentscheidung hier. Ja, der Thomas, er schickt uns aus Bad Wörishofen hier ein schönes Bild, wie er in der Hängematte liegt. Und er schreibt das auch, Sonne, Hängematte, Kickers, was willst du mehr? Naja, ganz so entspannt, ganz so relaxed sind wir nicht, obwohl ich ja hier eine entsprechende Prophezeiung schon abgegeben habe. Muss es ja jetzt auch trotzdem erstmal eingespielt werden. Ja, die Prophezeiung, Kistner, sie muss noch eintreten. So, Etienne Portmann ist jetzt rausgegangen auf Seiten der Mainzer.
Und Niklas Schlosser, Flügelverteidiger, ist reingekommen. Wird wahrscheinlich jetzt sich eher in die Offensive einschalten. Guter Ballgewinn von Okungbova, der jetzt Hermes schickt. Aber das ist viel zu steil, viel zu weit. Und so ist Jonas Weyand, der jetzt schon ein paar Mal sich dadurch ausgezeichnet hat, der Schlussmann der Mainzer, dass er da gut aufpasst. Ist wirklich ein gut ausgebildeter Keeper. Da können sich die Lautra nächste Saison auf eine gute Nummer 2 wahrscheinlich freuen. Jetzt Flanke in den Strafraum rein. Und Richter packt dann aber zu. Ja, da muss er sich aber gar nicht lang machen, dass er da... Ja. Ganz, ganz einfach lösen können. Den Ball aufgenommen und auch abgeschlagen. Schon auf Fetsch, den Ball mit der Brust erstmal mitgenommen hat. Hosen Basic abgelegt, Okungbova. Und dann versucht das übers rechte Halbfeld. Und da ist er wieder, Weyand, der Schlussmann. Zeichnet sich immer wieder durch lange Schläge nach vorne aus. Boyai. Und Ronny Marcos, Hosen Basic. Jetzt tritt er an mit Ball. Ja, da geht er. 10, 15 Meter. Und dann ist der Ball ins Ausgeschlagen worden. Einwurf Kickers auf der linken Bahn. Ronny Marcos. Genau. Kommt da von Harald Premes nochmal den Ball zugespielt. Und Ronny Marcos jetzt auf der linken Außenbahn. Dann schaut er, wo kann er hinspielen. Boyai ist da mal kurz gekommen, aber wird wohl eher die lange Variante Richtung Matthias Fetsch geben. Zeigt an, spielen mir auf die Brust. Fetsch, da kommt er jetzt auch hin, auf die Brust, abgelegt. Boyai, das nächste Field Goal. Das häuft sich, also wie zielsicher wir durch dieses American Football Gestänge jetzt schon durchgeschossen haben, kann man vielleicht auch nochmal der Karriere in Richtung Super Bowl nachdenken. So, lieber Kaspar, jetzt kriegst du hier eine Bestellung. Wir brauchen einen O-Ton von Hosiner, aber das hätten wir auch, auf die Idee wären wir auch gekommen. Die Bild-Zeitung braucht einen Ton und wir brauchen auch einen Ton, oder? Ja, also den Hosiner. Aber weißt du was, jetzt haben wir keine Zeit dafür, jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Denn da kamen die Mainzer und ja, sind sie neu den Ball besitzt. Jetzt versuchen sie es über rechts. Ronny Marcos wird dem ablaufen. Ja, ja. Und so wird es Freischuss für den OFC geben. Ja, also jetzt nicht mit dem Hintergedanken an irgendwelche Journalisten, sondern eher so, dass ihr wahrscheinlich auch hören wollt, was der Philipp Hosiner da so zum Spiel zu sagen hat. Werden wir den sicherlich nach dem Spiel mal fragen, wie er es so erlebt hat, seine erste Bude. Aber dazu muss das hier jetzt auch alles erstmal gut gehen. Und da wäre es mir sehr recht, wenn wir jetzt bald noch das zweite nachlegen könnten. Jetzt der lange Abstoß von Richter, Fett steigt hoch, Ball kommt durch in Richtung Hermes und dann wird der Ball aber zurückgeköpft zu Jonas Weyand, Schlussmann der Mainzer, 21-jähriger Torhüter. Wie gesagt, bei den Teufeln von Betzenberg ausgebildet und von da auch ausgeliehen. Zum Ende der Saison wird es dahin zurückgehen, hat dann noch ein Jahr Vertrag, also wahrscheinlich wird er dann als Nummer 2 bei den Lautern in die nächste Saison gehen. Und der macht seine Sache wirklich sehr gut. Beim Gegentor war er machtlos. Ein paar gute Paraden gezeigt. Beim Rauskommen sehr sicher. Jetzt Spielaufbau. TSV Schott Mainz. Über die eigene Defensivkette. Ah, und jetzt kommen sie dann aber. Ball in die Spitze gespielt. Janeljetski. Heute leider kein Sicherheitsfaktor. Der Ball kam auf einen Mainzer Spieler, der da im Abseits stand. Und dann gibt es Freistoß OFC in der eigenen Hälfte. Sebastian Janeljetski schon ausgeführt. Auf Dennis Hussein Basic. Unai Dennis, dann zentrale Position. Und dann wieder zurückgespielt. OFC lässt die Kugel laufen. Okungbova, jetzt Boyai und dann wieder zurück auf Okungbova. Der tritt jetzt mal an, am ersten Gegenspieler vorbei. Und dann geht es aber auch wieder nur nach rechts. Vier Quergespiele jetzt gerade. Und jetzt der lange Ball in die Spitze Richtung Hermes von Unai Dennis. Aber das ist nicht wirklich erfolgsversprechend. Da ist es mir lieber, wenn wir den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. Ist zwar weniger spektakulär, aber dafür haben wir die Kugel in der Zeit auch. Und dann müssen die Mainzer vielleicht irgendwann mal ein bisschen aufmachen. Denn sie halten Stand jetzt doch ziemlich konsequent an ihrem Defensivriegel da hinten fest. Und es ist wirklich eine sehr zähe Angelegenheit. Aber es ist mir komplett egal, wenn wir hier die 3 Punkte ziehen, ob es schön war. 82. Minute. Immer noch 1:0 für den OFC. Hosiner hat getroffen. Und ja, der OFC jetzt zurück im Ballbesitz. Boyai, jetzt schwärmen sie aus. Immer noch Boyai, rechts rausgelegt. Tony Dennis, jetzt muss die Flanke kommen. Oben rein, Ronny Marcos zieht ab. Knapp links am Tor vorbei, hat das Ding direkt genommen. Ich glaube, er hat schon wieder das Field Goal getroffen dahinter.
Ja, schöne Flanke von Tunay Dennis am zweiten Pfosten mit vollem Sprint war da Ronny Marcus angelaufen bekommen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig schwerer Ball, den dann aufs Tor zu bringen aus dem Winkel. Hat er nicht ganz geschafft. Trotzdem eine gute Offensivaktion vom OFC. Der natürlich, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass das 2:0 definitiv verdient wäre. Der OFC hatte schon wirklich sehr gute Chancen. Einmal mehr die Chancenverwertung heute. Nicht so gut, wie wir uns alle wünschen würden, dass sie ist. Der OFC erarbeitet daran, den Vorsprung deutlicher zu machen. Aber immer mal wieder auch diese Fehler. Jason Breitenbach bügelt hier den Fehler von Hussein Basic aus. Breitenbach ganz stark gemacht. Satz von Breitenbach. Kriegt er auch Szenenapplaus jetzt hier. Okungbo war jetzt hier auf der halblinken Verbindung. Das Noll abgestoppt. Bojai und Jelinjetski angespielt. So kann neu aufgebaut werden. Breitenbach. Tunay Dennis. Ja, auf der rechten Seite. Jetzt. Ja, war es Lukas Hermes und Matthias Fetsch. Ja, jetzt läuft das Bällchen. Bojai auf links rüber spielen. Genau, Ronny Marcus. Nochmal im Doppelpassversuch. Oh, da. Oh, Abstoß hat er gepfiffen. Ja, würde ich dem Schiedsrichter jetzt nicht so dolle widersprechen, dass das jetzt kein Foul an Ronny Marcus war. Geht für, aus meiner Perspektive heraus auch in Ordnung. Abstoß vom Tor von Jonas Weyand. Schon ausgeführt, weit nach vorne. Jelinjetski köpft den aber erstmal wieder in die andere Richtung. Richtung Matthias Fetsch, der legt ab für Ronny Marcus. Jetzt auf der linken Außenbahn. Ronny Marcus hat sich ja gut durchgesetzt, jetzt auf der linken Flügelposition. Schaut da, spielt er mit Matthias Fetsch zusammen, der im linken Halbraum jetzt sich erstmal auftritt. Und dann ganz rechts raus auf Paul Milde spielt. Schöner Ball von Matthias Fetsch auf Milde. Der ist jetzt schon in der Grundlinie, Ball in den Rückraum gespielt. Aber da steht nur ein Mainzer leider. Trotzdem, die Kombinationen, sie sehen doch jetzt ganz gut aus vom OFC. Und der holt den Ball auch schon wieder zurück in Person von Bojai. Schön jetzt an der Strafraumkante. Tunay Dennis dreht sich da erstmal auf. Der Abschluss und wieder ins Field Goal. Ja, mit dem linken Huf hat er es nochmal versucht. Links am Tor vorbei. Serkan Firat wird kommen. Also nochmal ein Wechsel auf Offenbacher Seite. Nochmal einen offensiven Impuls setzen. Und 5 Minuten noch offiziell zu gehen. Gute 5 Minuten. Also. Abstoß vom Mainzer Tor. Jonas Janko Weyand. Das ist hier der Schlussmann vom TSV Schott Mainz. Die haben sich jetzt hier alle Richtung Offenbacher Hälfte schon aufgemacht. Aber irgendwo klemmt es ja, das ist auf die Auswechslung. Genau. Wer ist denn rausgegangen? Bojai ist rausgegangen. Florent Bojai, zentrales Mittelfeld, wieder viel geackert. Heute nicht so viel Auffälliges gemacht wie gegen Mainz 05. Aber es war auch generell eine etwas weniger spektakuläre Partie. Jetzt vielleicht Fetsch schickt da Hermes auf die Reise. Hermes kann sich ja durchsetzen. Hermes jetzt nur noch einen Gegenspieler. Hermes schon im Strafraum, baut da die Kugel. Abschluss Hermes, aber dann ja, schmeißt sich Weyand dahin und verhindert den Einschlag. Und jetzt die Mainzer vielleicht nochmal. Jetzt treiben sie das Leder wieder in die Offenbacher Hälfte. Verfolgt von Serkan Firat. Jetzt geht's da über links. Die Offenbacher wieder aber in der Kette formiert. Und dann ist es ein schlechter Pass. Vom Linksaußen der Mainzer. Man hat schon so ein bisschen Eindruck, dass ihnen so ein bisschen die Luft jetzt ausgeht hinten raus und dass sie offenbar das Ding gut im Griff haben. Wer will es ihnen auch verdenken? Die haben unter der Woche noch in ihrem Landespokal, im Südwestpokal spielen müssen, sind da ins Elfmeterschießen sogar gegangen, waren da lange Zeit auch in Unterzahl, haben 8:7 gegen FV Dudenhofen gewonnen. Dass da jetzt die Spieler, die da im Einsatz waren, jetzt nicht mehr so viel Kraft haben, dürfte keinen überraschen. Aber trotzdem, die spielen ja heute gegen eine der glanzvollsten Mannschaften der Regionalliga Südwest. Das ist für die das Spiel des Jahres. Serkan Firat jetzt mit seiner ersten Szene. Schauen wir mal. Und Lukas Hermes hat die Chance jetzt. Und dann ist er links vorbei. Donnerschlag, das war die Riesenchance erneut. Ei, links am Tor vorbei, Lukas Hermes. Und da gibt es nochmal, also da hinten wird Bojai geherzt. Ja. Nee, Tuma kommt nochmal. Also Tuma kommt jetzt. Genau, da wo Tuma kommt, ich könnte mir vorstellen, dass ja, Ronny Marcus geht jetzt runter. Tuma wird dann die Linksverteidigerposition ausfüllen. Der Schiedsrichter sagt, nee Ronny, du gehst jetzt bitte nicht einmal komplett übers Feld, sondern auf der Seite, in Seiten aus, wo du auch gerade schon stehst. Da wo Tuma kommt dann jetzt dafür rein. Auf unserer Fanblock vorbei, genau, das macht er auch. Und da wird er auch mit Applaus hier verabschiedet. Ja, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, viel nach vorne veranstaltet. Wird ja richtig gefeiert vom Fanblock und applaudiert auch den Fanblock. Moment.
Und jetzt ist das Spiel wieder unterwegs mit Davut Tuma auf der Linksverteidigerposition und mit David Richter, der den Ball dann weit nach vorne prügelt in Richtung Matthias Fetsch. Der versucht dann irgendwie das Ding festzumachen. Ball landet bei Hüseyin Basic, der dann rauslegt auf Davut Tuma. Erster Ballkontakt für den neuen Linksverteidiger beim OFC. Okungbowa jetzt auf Serkan Fire, zentrale Position. Der hat relativ viel Platz, der Serkan. Im linken Halbraum jetzt ganz links rausgespielt auf Hermes, der jetzt im 1 gegen 1 geht. Der erstmal vorbei ist schon an der Grundlinie. Hermes an der Grundlinie jetzt in den Rückraum gelegt. Fetsch, da ist es! Und Matthias Fetsch macht das Tor. Kasper, wer ist das er? Ja, Lars Kiesner, einmal mehr hat es der Lars mal wieder vorher gewusst. Hoseder habe ich in der Woche gesagt, du machst das Tor. Und Fencino habe ich euch allen am Mikro gesagt. Und das ist die Entscheidung der OFC. Da lege ich mich fest, er gewinnt auch jetzt das nächste Spiel. Jetzt hier auch auswärts in Mainz. 2:0 steht's. Und eigentlich ist es so gekommen, wie wir es gesagt haben. Ja, es war ein hartes Spiel. Ja, es war wieder einmal der Tabellenletzte, der es uns wie immer so schwer macht. Und trotzdem blieb es auch dabei. 2 Tore Vorsprung. Das war mein Tipp und so ist es. Fetchinho macht den Deckel oben drauf. Ja, es ist wirklich sehr ähnlich wie im letzten Spiel. Und Matthias Fetsch einmal mehr trifft der Offensivmann und ja, er krönt hier wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, die er da gezeigt hat im zweiten Durchgang. 45 Minuten lang. Immer wieder gut die Bälle da festgemacht, gut abgelegt. Und jetzt gerade dann das Füßchen hingehalten, da gestanden, wo ein Stürmer eben stehen muss. Gute Vorarbeit auch von Hermes, der da einen Gegenspieler komplett in Grund und Boden gelaufen hat. Zur Grundlinie gegangen ist, dann das, den Kopf gehoben hat, in Rückraum gespielt hat. Und damit, so ich es richtig mir vor dem Spiel angeguckt habe, dürfte der OFC auf Rang 2 in der Tabelle springen. Und ist da mittendrin in den Mannschaften, die die Ambitionen haben, diese Liga nach oben hin zu verlassen. Also jetzt die Möglichkeit für den OFC noch einmal. 3-2. Aber dann ja, wird der Ball erst einmal abgelaufen. Tuna Dennis einen Schritt zu spät. Und so versuchen es die Mainzer noch mal mit dem Mut der Verzweiflung. Aber das wird nichts mehr, Freunde. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen, da jetzt wir in der Schlussminute bereits sind. Und der OFC 2:0 führt. Am Mittwoch, wie gesagt, geht's weiter in Fernwald, live, frei empfangbar, kostenfrei über YouTube. Und das im Hessen-Pokal. Deswegen, ich werde bis zur letzten Sekunde alles geben dafür, dass wir das Double hier noch in dieser Saison einfahren. Und unsere Buben, die werden es richten. Ja, die geben auch absolut alles dafür. Das war heute kein Spiel, das sie über individuelle Klasse gewonnen haben. Das haben sie über Leidensbereitschaft gewonnen, über Geduld, hier 90 Minuten darauf zu warten, dass es irgendwann dann endlich fällt. Hosina hat uns alle erlöst und dann war es Matthias Fetsch gerade eben kurz vor Schluss, der mit dem 2:0 für die Entscheidung gesorgt hat. Und so wird der OFC gegen die zweite Mainzer Mannschaft der Liga auch die 3 Punkte holen. In der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach und vielleicht sogar noch einen drauflegen, denn jetzt wird wieder Hermes in Richtung Strafraum geschickt. Hat den Ball aber für meine Begriffe mit der Hand mitgenommen. Spiel läuft aber erstmal weiter. Ist jetzt aber auch schon wieder rausgeschlagen worden, der Ball aus dem Strafraum. Okungbowa behauptet den da jetzt. Sehr gut, hat er super gemacht, Okungbowa. Ah, und dann sind die Mainz aber dann doch dazwischen, haben sie geschickt gemacht. Und jetzt wird die rechte Außenbahn, Hüseyin Basic. Hat er aber ausgebügelt. Einwurf für Mainz. Jetzt zentrale Position. Oh, da müssen wir aufpassen. Del Vecchio, ja, möchte deinen Abschluss tun. Hat es ein bisschen im Moment verpasst, aber trotzdem an der Strafraumkante kombinieren sie sich da durch. Breitenbach einmal mehr dazwischen. Umkurvt jetzt sogar seinen eigenen Keeper. Und dann nach vorne gespielt. Aber ein Fehlpass von Jason Breitenbach. Und jetzt ist er da schon im Strafraum. Und das Außennetz. Da hat der OFC aber nochmal Glück gehabt. Hätte Mainz um ein Haar nochmal verkürzen können. Und ich hatte es ja gerade eben schon angedeutet, der OFC, er wird damit jetzt erstmal auf Rang 2 in der Tabelle springen. 3 Punkte hinter Elversberg, die zudem auch noch die bessere Tordifferenz haben. Also da müssen wir auch noch irgendwie schauen, dass wir da vorbeikommen. Aber jetzt erstmal sind wir da vorbeigegangen. Jetzt der Abstoß von David Richter weit, weit nach vorne Richtung Matthias Fetsch. Da wird er umklammert von seinen Gegenspielern. Aber Fetsch legt dann trotzdem erstmal zurück auf Hüseyin Basic. Und dann Davut Tuma, Linksverteidigerposition an der Mittellinie. Jetzt ein Zusammenspiel mit Serkan Firat. Und ist der Ball im Seitenaus. Einwurf nochmal für den OFC. Ich glaube, allzu lang dürfte es nicht mehr geben. Viele Gründe zum Nachspielen gibt es für meine Begriffe auch nicht. Das Spiel ist entschieden. Da sind wir uns, glaube ich, hier alle einig.
Und dann zeigen wir euch natürlich nochmal die beiden goldenen Tore. Rosina und Fetsch haben getroffen. Gleich wird es soweit sein, dass ihr sie nochmal sehen könnt. Aber jetzt erst nochmal aufpassen, Richter, der dort hinten alles gut im Griff hat. Den Ball erst einmal rechts rausgeschlagen, tief in die Hälfte der Schottmainzer. Die versuchen es noch einmal jetzt auf der linken Bahn, ziehen so ein bisschen Richtung Zentrum. Jetzt geht es über die Mittellinie, halb rechte Verbindung. Dann Tuma, der ihm da entgegenläuft. Czelenjecki erst einmal geklärt. Und jetzt der offenbare Angriff. Da sind 5 Offenbacher gegen 3 Mainzer. Fetsch auf der rechten Seite. Jetzt kommt die Flanke vorne rein. Vierrad. Ja, schade. Erstmal vorbei an Freund und Feind. Und dann, naja, ist er wohl im Ausgelandet. So wird es Abstoß geben. Wir sind in der Nachspielzeit, schon 3 Minuten in der Nachspielzeit. Der UFC fährt die nächsten 3 ein, geht hoch auf Platz 2 und hat alle Chancen, aber auch wirklich alle Chancen, 3 Punkte Rückstand auf Elversberg, hier richtig nochmal anzugreifen. Und so soll es sein. Ball ist jetzt gerade bei Jonas Weyand. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, der OFC. Er holt die 3 Punkte in Mainz auf der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach. Kaspar, du bist entlassen. Du darfst schon die Interviews einfangen. Vielen herzlichen Dank. Und wir schauen uns jetzt die Tore des Tages an. Das 1:0. Horsena hat getroffen, unsere österreichische Sturmspitze. Da war's. Und lasst euch noch mal ein bisschen spielen. Die Flanke kam von der rechten Seite. Und da steht er, so wie er stehen muss hier. Zack. Und dann schlägt's ein. Das war das 1:0. Der Öffner sozusagen für ihn und dann über die linke Seite eingeleitet und Fetschinho, der sagt,